Neil Armstrong bereitete sich 3 Jahre lang auf seine Mondmission vor. Um in der Schwerelosigkeit zurechtzukommen, musste er lernen, seitwärts an Wänden zu laufen, während er in Gurten hing. Seine Grenzen wurden mittels einer strengen Diät und einem rigiden Schlafrhythmus ausgetestet. Im All würde er nämlich nichts anderes als getrocknetes Fleisch und Gemüse aus Tüten essen. Damals mussten die Astronauten ihr Training in Wüsten, Dschungeln, auf dem Meer und in der Arktis absolvieren. Alles verlief relativ unstrukturiert. Es war eher so, dass man die Leute irgendwo im Nirgendwo ohne Hilfsmittel aussetzte und sich selbst überließ. Vor der Landung auf dem Mond musste er Gesteinsproben im Grand Canyon sammeln und untersuchen, alte Vulkanformationen im Nevada National Security Site erforschen und sich Gas- und Lavaschlote, Lavaseen und Krater auf Hawaii ansehen. Am 20. Juli 1969 erhielt Armstrong vor dem Start ein herzhaftes Frühstück. Steak, Eier, Toast, Saft und Kaffee. Ärzte bezeichnen eine solche Mahlzeit als rückstandsarm, was man bedeutet, dass man so schnell nicht zur Toilette muss. Die Reise zum Mond dauerte 109 Stunden und 42 Minuten. Die Landung erfolgte in einer Region namens Meer der Ruhe. Er überwand eine Distanz von 384.400 Kilometer. Als Ziel hätte man auch Ozean der Stürme oder Central Bay wählen können. Dieser Ort wurde auserkoren, da die Sicht dort sehr gut und der Boden recht eben und somit für den Lander leicht zu erreichen war. Als der Mondlander ca. 150 Meter über der Oberfläche angekommen war, musste Armstrong manuell steuern, um nicht in einen gefährlichen Krater zu landen. Er schwebte noch etwa 1,5 Minuten seitlich über den Boden, ehe er sich das Mondmodul aufsetzte. Sobald das Gerät sicher am Boden war, funkte er direkt zu Mission Control in Houston, Texas und sagte den heute berühmten Satz, der Adler ist gelandet. Dann stieg er die Leiter hinunter. Dabei zeichnete ihn eine am Modul angebrachte Kamera auf. Sie übertrug das Signal an die Erde, wo Millionen Menschen gespannt an den Bildschirmen hingen. Um genau 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit des 21. Juli setzte Armstrong zum ersten Mal einen Fuß auf den Mond und sagte, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. Der Plan sah vor, dass die Astronauten vor ihrem Mondspaziergang schlafen sollten, aber Armstrong stieg früher aus als geplant, da er einfach nicht schlafen konnte. Hätte er den Mond ohne spezielle Ausrüstung zum Atmen betreten können, hätte er einen seltsamen, muffigen und schwefligen Geruch wahrgenommen. Die Gelegenheit bekam er, als er in das Mondmodul zurückkehrte. Der Dreck, der an seinen Stiefeln klebte, verteilte diesen Luft in der gesamten Kabine. Er beschrieb ihn als feuchte Lagerfeuerasche oder wie es nach einem Feuerwerk riecht. Wer hätte gedacht, dass man auf einer Mondmission Duftkerzen hätte gebrauchen können? Abgesehen von den Personen, die auf dem Mond waren, kam niemand in den Genuss, diesen Geruch wahrzunehmen. Obwohl die Boden- und Gesteinsproben in luftdichten Behältern ins Labor transportiert wurden, war der Geruch überraschenderweise nicht mehr da, als sie auf der Erde geöffnet wurden. Die Mondoberfläche beschrieb er als fein und pulverig. Trotzdem konnte man sich problemlos auf ihr bewegen. Ein weiteres Mitglied der Mannschaft folgte ihm 20 Minuten später. Der gesamte Aufenthalt dauerte etwas über 2 Stunden. In dieser Zeit bauten Armstrong und sein Kollege mehrere Geräte auf dem Erdstrabanten auf. Eins davon sollte die genaue Entfernung zur Erde bestimmen, indem gemessen wurde, wie lange ein Laserstrahl bis zur Erde und zurück brauchte. Ein anderes Gerät sollte Mondbeben und potenzielle Meteoriteneinschläge dokumentieren. Es zeigte uns, dass der Mond erstaunlich lebendig ist. Heute wissen wir aber, dass das stärkste Mondbeben deutlich schwächer ist als die größten Beben auf der Erde. Dafür halten sie bis zu einer Stunde an, was viel länger als bei uns ist. Die Astronauten sammelten etwa 25 Kilo Mondgestein und Bodenproben ein. Sie machten außerdem viele Fotos der Umgebung sowie von der aufgestellten amerikanischen Flagge. Sie hatten sogar Gelegenheit, kurz mit Präsident Nixon zu reden, allerdings weniger als 1 Minute lang. Als letzte Aufgabe sollte Armstrong zum heute als East Crater bekannten Krater 60 Meter östlich vom Mondmodul laufen. Es war die größte auf dem Mond zurückgelegte Entfernung zum Mondlander, etwa die halbe Länge eines Footballfeldes. Sobald alle Aufgaben erledigt waren, stieg Armstrong wieder in das Mondmodul, verschloss die Luke und legte sich endlich schlafen. Während der Vorbereitungen für den Start entdeckten die Astronauten, dass sie mit ihren sperrigen Raumanzügen den Zündungsschalter der Startrakete abgebrochen hatten. Kein Problem, dachten sie, und nahmen einfach einen Stift, um den Schalter zu betätigen und die Startsequenz in Gang zu setzen.
Etwa 21 Stunden nach der Landung hob Eagle wieder ab. Neben den wissenschaftlichen Instrumenten wurde eine Tafel auf dem Mond zurückgelassen. Darauf steht: Hier betraten Menschen vom Planet Erde das erste Mal den Mond, Juli 1969 nach Christus. Wir kamen in Frieden für die ganze Menschheit. Jahre später berichtete Armstrong, dass die NASA ihren Aufenthalt auf dem Mond begrenzt hatte, da unklar war, wie gut die Raumanzüge die extremen Temperaturen aushalten würden. Am Tage herrschen dort knapp 130 Grad und nachts nur eisige minus 160 Grad. Zurück auf der Erde wurde es nochmal kompliziert. Die Astronauten waren unbekannten Weltraumpartikeln ausgesetzt gewesen. Daher mussten sie sich nach der Landung ihrer Kapsel am 24. Juli im Pazifik direkt in Quarantäne begeben. Diese Quarantäne der Astronauten der Apollo 11 Mission ist der ursprüngliche Grund, dass heute jeder eine Mikrowelle in der Küche hat. Die ersten Tage nach ihrer Rückkehr vom Mond verbrachten die Männer in einer mobilen Quarantäneeinrichtung. Sie war mit bequemen Sesseln, Betten, einer Toilette und Duschen ausgestattet, aber für große Kochorgien war schlicht nicht genügend Platz. Wegen des Platzmangels und um einen Brand zu verhindern, verzichtete man daher auf einen Herd. Die NASA wurde kreativ und entwickelte die erste handliche Mikrowelle, um den Astronauten warmes Essen bieten zu können, ohne dass sie groß kochen mussten. Heute steht diese erste Mikrowelle in einem Museum in Oakland, Kalifornien. Nach seiner Rückkehr zur Erde sagte Armstrong, dass er nicht noch einmal zu den Sternen reisen würde. Doch das Erforschen konnte er nicht sein lassen. Im Jahr 1985 schloss er sich einer Mission zum Nordpol an. Begleitet wurde er von Bergsteiger Edmund Hillary, Pilot Steve Fossett und Fotograf Patrick Morrow. Sie erreichten den Pol am 6. April 1985. Armstrong erzählte, er hätte den Pol mit eigenen Augen aus der Nähe sehen wollen, nachdem er ihn vom Mond aus betrachtet hatte. Die Apollo 11 Mission war für Armstrong zweifellos ein unvergessliches Erlebnis. 2015 enthüllte das Smithsonian Institute, dass er die ganze Zeit eine Tasche voller kleiner Souvenirs aus dem Mondmodul behalten hatte. Darunter waren ein Gurt, Lampen und deren Halterungen, ein Notfallschraubenschlüssel sowie ein Spiegel, der über Armstrongs Fenster im Mondmodul angebracht gewesen war. Die Tasche enthielt außerdem die Kamera, mit der das legendäre Bildmaterial von Armstrong aufgenommen wurde. Armstrong hob seine Erinnerungsstücke viele Jahre lang auf. Schließlich fand seine Witwe Carol die Tasche. Er hatte sie sogar vor seinem offiziellen Biografen, der immer wieder nach eventuellen Souvenirs von der berühmten Mission gefragt hatte, geheim gehalten. Allerdings hatte er diese Sachen keineswegs auf die Erde geschmuggelt. Er nannte sie lediglich einen Beutel voll Müll, den er gerne mit zurücknehmen würde.
Okay, ich gebe offiziell die Hoffnung auf, dass der Mond doch aus Käse besteht. Wow, nicht einmal Gouda. Die glänzende Mondkugel oder eine gekrümmte Banane oder die Hälfte einer Münze, je nachdem in welcher Phase sie sich befindet, hat verschiedene Schichten im Inneren, genau wie die Erde. Eine dieser Schichten wird als innerer Kern bezeichnet. Vor etwa 20 Jahren beobachteten Wissenschaftler, wie der Mond sich dreht. Aus diesen Daten schlossen sie, dass er einen flüssigen äußeren Kern hat. Der innere Kern war jedoch schwer zu untersuchen. Daher wussten sie nicht, ob er fest wie ein Fels oder geschmolzen wie eine heiße Flüssigkeit war. Aber jetzt sind die Dinge klarer. Astronomen haben Daten von verschiedenen Missionen gesammelt, einschließlich der Apollo-Mission, bei der Astronauten selbst zum Mond gefahren sind und Informationen gesammelt haben. Darüber hinaus haben sie eine spezielle Technik namens seismische Daten verwendet. Diese Methode geht darum, zu untersuchen, wie Schallwellen sich durch Dinge bewegen. Nehmen Sie Erdbeben auf unserem Planeten als Beispiel. Wenn ein Erdbeben passiert, entstehen Wellen, die sich durch den Boden bewegen. Wissenschaftler können diese Wellen erkennen und analysieren, um mehr über das Innere der Erde zu erfahren. Die gleiche Idee kann auch auf andere Objekte in unserem Sonnensystem angewendet werden, wie zum Beispiel Planeten oder, in diesem Fall, der Mond. Wenn es zu Erdbeben oder Mondbeben kommt, erzeugen diese Schallwellen. Und indem sie diese Wellen sorgfältig abhören und studieren, können Wissenschaftler eine detaillierte Karte dessen erstellen, was sich im Inneren des Objekts befindet. Sie können Dinge herausfinden wie verschiedene Schichten, aus was sie bestehen und wie sie angeordnet sind. Um das tiefste Innere des Mondes zu überprüfen, verwendeten Wissenschaftler auch etwas, das als Laservermessung bekannt ist. Diese Methode misst die Entfernung zwischen der Oberfläche der Erde und dem Mond sehr genau. Und tada! Der innere Kern unseres natürlichen Satelliten ist eine dichte, feste Kugel aus Eisen, genau wie der Erde. Er ist etwa 500 Kilometer breit, was fast 15% der gesamten Mondgröße entspricht. Forscher haben auch Beweise gefunden, die Theorie unterstützen, dass die Schicht zwischen der Mondoberfläche und seinem Kern, die als Mantel bezeichnet wird, sich im Laufe der Evolution des Mondes bewegt hat. Diese Bewegung nennen wir Mondmantelumsturz und sie könnte erklären, warum wir eisenreiche Elemente auf der Mondoberfläche finden. Mantelmaterial wird nach oben transportiert und das vulkanische Gestein bleibt in der Mondkruste. Einige der Materialien in diesem Gestein waren zu dicht, wie ich. Also sanken sie einfach durch das leichtere Krustenmaterial bis zur Grenze zwischen Kern und Mantel. Es ist wie ein Zyklus, in dem das Mantelmaterial des Mondes während vulkanischer Aktivitäten nach oben geht, eisenreiche Elemente in die Oberfläche transportiert und dann wieder absinkt. Es gibt ein weiteres Rätsel, das Wissenschaftler zu lösen versuchen. Was hat dazu geführt, dass das Magnetfeld des Mondes im Laufe der Zeit schwächer wurde und fast verschwand? Es scheint, dass wir jetzt, da wir über den Eisenkern und den globalen Mantelumsturz Bescheid wissen, mehr Antworten über das Magnetfeld des Mondes bekommen könnten. Zu wissen, wie der innere Kern beschaffen ist, kann uns helfen, die Geschichte des Mondes sowie die Geschichte unseres gesamten Sonnensystems besser zu verstehen. Eine der weit verbreiteten Theorien über den Ursprung des Mondes besagt, dass es eine massive Kollision zwischen der Erde in ihren Anfangsphasen und einem anderen mysteriösen Objekt in unserem Sonnensystem gab. Es wird die große Impact-Theorie genannt. Und diese Kollision war so stark, dass sie ein großes Stück der primitiven geschmolzenen Erde abgerissen hat. Ich meine nicht so groß im Vergleich zu dem, was übrig ist. Wenn man einen US-Nickel neben eine einzelne grüne Erbse legt, bekommt man eine gute Vorstellung davon, wie groß unser Planet im Vergleich zum Mond ist. Dieser Brocken wurde dann in eine Umlaufbahn um unseren Planeten geschickt. Und das könnte etwa 95 Millionen Jahre nach der Entstehung unseres Sonnensystems passiert sein. Das Objekt, das mit der Erde kollidierte, könnte etwa 10% der Masse unseres Heimatplaneten und ungefähr die Größe des Mars gehabt haben. Es macht Sinn, schließlich haben die Erde und der Mond ähnliche Zusammensetzungen.
Natürlich gibt es auch andere Theorien darüber, wie der Mond entstanden ist. Eine besagt, dass die Schwerkraft unseres Planeten ihn eingefangen hat. Das bedeutet, der Mond war nur ein Objekt, das unschuldig vorbeikam, als es plötzlich angezogen und in die Erdumlaufbahn gezogen wurde. Es gibt sogar eine Hypothese, dass die Erde den Mond von der Venus gestohlen hat. In diesem Fall sollte sich der Mond nicht beschweren. Ich nehme an, die Aussicht ist hier viel besser. Also ja, der Mond und die Erde sind in Bezug auf ähnlich. Aber der Mond hat nicht die gleiche Atmosphäre wie unser Planet. Seine Atmosphäre ist dünn und besteht aus einigen seltsamen Gasen, einschließlich Kalium und Natrium. Das ist nichts, was Sie in der Atmosphäre von Mars, Venus oder Erde finden können. Und die Felsen auf dem Mond enthalten kein Wasser. Aber das bedeutet nicht, dass dort oben überhaupt kein Wasser vorhanden ist. Vor langer Zeit, im 17. Jahrhundert, sahen Astronomen große dunkle Flecken auf der Oberfläche des Mondes. Einer dieser Astronomen, Michael van Langren, dachte, diese Flecken sehen aus wie Ozeane. Also nannte er sie Maria, was auf Latein Meere bedeutet. Andere Astronomen machten auch Karten des Mondes und verwendeten den Begriff Maria, um diese dunklen Flecken zu beschreiben. Zum Beispiel wird Mare Tranquillitatis als Meer der Ruhe übersetzt, wo Apollo 11 aufsetzte. Aber es scheint, dass diese dunklen Flecken tatsächlich keine Ozeane sind. Es handelt sich um Ebenen aus erstarrter Lava, die vor langer Zeit ausgebrochen ist. Diese vulkanischen Ausbrüche hinterließen glatte, flache Gebiete, die als Basaltebenen bezeichnet werden. Im späten 19. Jahrhundert studierte ein Himmelsbeobachter, William Pickering, den Mond und stellte fest, dass er keine Atmosphäre hatte. Ohne Atmosphäre gibt es keine Wolken und keine Luft, um das Wasser vor dem Verdunsten zu schützen. Daher dachten Wissenschaftler, dass jegliches Wasser auf dem Mond sofort verschwinden würde. Sie glaubten, der Mond sei völlig trocken. Aber dann, im Jahr 1961, hatte ein Physiker, Kenneth Watson, eine andere Idee. Er wies darauf hin, dass es auf dem Mond in speziellen Gebieten, die als dauerhaft beschattete Regionen bezeichnet werden, Wasser geben könnte. Dies sind Stellen auf dem Mond, auf die die Sonne nicht scheint, sodass sie die ganze Zeit dunkel bleiben. Daher könnte Wassereis in diesen dunklen Gebieten existieren, weil sie extrem kalt sind und das Eis nicht verdunsten würde. Aber als Astronauten der Apollo-Missionen zum Mond flogen 1972, brachten sie Bodenproben mit zurück. Und Wissenschaftler fanden keine Anzeichen von Wasser in diesen Proben. Also kehrte jeder zu dem Gedanken zurück, dass der Mond vollständig trocken sei. In den 90er Jahren konzentrierte sich die NASA auf diese schattigen Krater und fand hohe Konzentrationen von Wasserstoff, was darauf hindeutete, dass es Eis an den Polen des Mondes geben könnte. Sie waren sich jedoch immer noch nicht sicher, also suchten sie weiter und fanden nach einer Weile Wasserstoff, der in winzigen Perlen aus vulkanischem Glas eingeschlossen war. Da es heute keine aktiven Vulkane auf dem Mond gibt, bedeutet dies wahrscheinlich, dass Wasser auf dem Mond vorhanden war, als diese Vulkane vor langer Zeit ausgebrochen sind. Außerdem könnte es in den frühen Tagen unseres Mondes viel mehr Wasser gegeben haben. Im Jahr 2020 zeigte uns die SOFIA-Mission der NASA, wonach wir schon sehr lange gesucht hatten, es gibt tatsächlich Wasser auf dem Mond. Es stellt sich heraus, dass das Wasser in den Körnern des Mondstaubs verborgen ist oder an der Oberfläche in den sonnenbeschienenen Bereichen des Mondes haftet. Also gibt es keine Ozeane, wie wir sie auf der Erde haben, aber zumindest gibt es etwas. Aber die Frage bleibt, wie kam das Wasser überhaupt dorthin? Es scheint, dass der Mond in der Zeit seiner Entstehung eine chaotische Geschichte hatte, wie wahrscheinlich die meisten Planeten und Monde in unserem Sonnensystem. Es gibt also einige Hinweise darauf, dass Wasser von Kometen stammt, die in der Vergangenheit auf seine Oberfläche aufprallten, oder vielleicht kommt es sogar weiterhin von denen, die gerade auf den Mond aufschlagen. Wir sprechen von einer chaotischen Situation, in der eisige Mikrometeoriten mit der Oberfläche des Mondes kollidieren und der Staub dann ein noch größeres Durcheinander verursacht, wenn er mit dem Sonnenwind interagiert.
aber wir warten darauf, mehr darüber zu erfahren. Denn, wie wir alle wissen, wenn man von Wasser spricht, spricht man unweigerlich auch über Leben. Deshalb wollen wir mehr über zum Beispiel all das Eis wissen, das in polaren Kratern auf dem Mond verborgen ist. Vielleicht kann es uns mehr darüber lehren, wie das Leben auf der Erde entstanden ist. Vielleicht haben Kometen alle notwendigen Elemente hierher gebracht. Und was ist, wenn einige dieser Elemente auch im Eis auf dem Mond feststecken? Alles begann mit einer winzigen Veränderung auf unserem Planeten. Zuerst bemerkten die Menschen, dass der Mond etwas heller und größer war. Aber niemand achtete darauf. Der Mond beeinflusste die Gezeiten auf der ganzen Welt. Das Wasser überflutete die Strände, aber das war keine Tragödie. Viele Fische kamen an die Küsten. Man fand dort Riesentintenfische, Anglerfische und andere Kreaturen, die sonst in der Tiefsee leben. Jeden Tag passierten neue merkwürdige Dinge. Die Vögel flogen im Winter nicht mehr in den Süden. Sie sammelten sich in großen Schwärmen und flogen ziellos durch die Städte. Der Mond half ihnen früher, sich zu orientieren, und jetzt wussten sie nicht mehr, wohin sie fliegen mussten. In den endlosen Gewässern der Ozeane bemerkten Schiffskapitäne, dass ihre Kompasse unzuverlässig waren. Die Nadel zeigte in andere Richtungen, da die Magnetpole der Erde sich verändert hatten. Die Menschen merkten, dass der Mond sich aus irgendeinem Grund der Erde näherte. Die Schwerkraft des Mondes beeinflusst unsere Schwerkraft. Das beeinflusst auch den Klimawandel, das Verhalten aller Tiere und das Magnetfeld. Jetzt regnet es in den trockensten Gegenden und wird in den kältesten Zonen heiß. Auf dem ganzen Planeten gehen Ökosysteme zugrunde. Menschen, die in der Nähe von Wäldern leben, hören die ganze Zeit Wölfe heulen. Der Mond macht sie wahnsinnig. Der natürliche Satellit der Erde wird immer größer und immer heller. Noch ist nichts Schlimmes passiert. Die Menschen sind nicht panisch, weil sie nicht glauben wollen, dass das Ende kommt. Aber eines Tages erreicht die Situation einen kritischen Punkt. Ihr lauft die Straße runter und hört Musik und in dem Moment schubst euch jemand. Okay, vielleicht ist der Typ spät dran. Ihr lauft weiter und eine Frau, die auf euch zukommt, rempelt euch an. Tut mir leid, sagt sie und geht weiter. Ihr seht die Angst in ihren Augen. Ihr schaut nach vorne und seht Menschen, die auf euch zurennen. Ihr nehmt eure Kopfhörer ab und hört Schreie und Sirenen. Menschen verlassen ihre Autos und rennen weg. Hunderte von Möwen sind am Himmel zu sehen. In dem ganzen Chaos hört ihr ein merkwürdiges Geräusch. Es hört sich an wie Wasser. Wie ist das möglich? Ihr seid im Stadtzentrum, ein paar Kilometer von der Küste entfernt. Aber ihr habt keine Zeit zum Nachdenken. Ihr bemerkt eine riesige Welle, die die Straßen überflutet, und sie kommt direkt auf euch zu. Ihr rennt in ein Gebäude und eilt in den 10. Stock. Von hier aus beobachtet ihr, wie das Wasser die Stadt füllt. Der starke Strom spült alle Autos, einstöckigen Gebäude und Bäume hinfort. Im Wasser seht ihr einen Hai und andere Fische. Menschen verstecken sich in Häusern und auf den Dächern. Innerhalb weniger Minuten ist eine Katastrophe eingetreten. Der Fernseher in dem Gebäude, in dem ihr euch versteckt, funktioniert noch. Ihr erfahrt, dass es auf der ganzen Welt Überflutungen gibt. Riesige Tsunamis zerstören Küstenstädte. Viele Städte sind vom Erdboden verschwunden. Der Mond ist der Erde zu nah und massive Fluten sind erst der Anfang. Der Mond fliegt um die Erde und hilft so, sie auf ihrer Achse zu halten. Er sorgt für Klimastabilität und hilft bei der Entwicklung von Lebewesen. Doch jetzt ist das Gleichgewicht gestört. Der Mond nähert sich und verändert die Schwerkraft unseres Planeten. Die Erde kann sich leicht neigen und dadurch weltweit enorme Fluten auslösen. Stellt euch vor, ihr habt ein rundes Glas Wasser in der Hand. Neigt es etwas? Seht ihr, wie die Flüssigkeit von der einen zur anderen Seite schwappt? Das passiert jetzt mit den Ozeanen. Aber der Mond nähert sich uns nicht nur. Er fliegt um den Planeten und kommt mit jeder Umrundung näher. Das verursacht laufend in verschiedenen Gegenden der Erde Naturkatastrophen. Gerade überfluten die Ozeane eine Seite und in ein paar Stunden eine andere. Bald seht ihr, wie das Wasser aus den Straßen ins Meer zurückläuft. Aber am Ende des Tages könnte es erneut Überschwemmungen geben. Moment mal, ihr bemerkt, dass es schon Abend ist.
Der Himmel ist dunkel geworden, was merkwürdig ist, denn es ist erst 15 Uhr. Der Mond verändert die Rotationsgeschwindigkeit der Erde und lässt Tage so kürzer werden. Er bedeckt inzwischen fast den ganzen Himmel und erleuchtet unseren Planeten. Ihr seht riesige Mondkrater. Der Mond ist so nah, dass ihr ihn sogar seht, wenn die Sonne noch scheint. An einigen Stellen verdeckt er die Sonne sogar. Das Wasser zieht sich zurück und alle gehen nach draußen. In dem Moment gibt es ein Erdbeben. Die Straßen bekommen Risse und Häuser brechen zusammen. Erdrutsche bedecken die Straße. Auf der ganzen Erde verschieben sich die tektonischen Platten. Stellt euch zwei magnetische Bälle vor, die sich einander annähern. Ein Ball ist der Mond und der andere ist der Erdkern. Was glaubt ihr passiert mit den Schichten über dem Erdkern? Das sind hunderttausende Kilometer der Erdkruste. Und jetzt bewegt sich das alles. Überall auf der Welt tauchen zerstörerische Risse auf. Der höchste Berg der Welt bricht zusammen und wird zu einem Steinhaufen. Der Meeresboden reißt auf und Magma strömt heraus. Vulkane erwachen und brechen aus. Wolken aus Vulkanasche verdecken den Himmel, die Sonne und den leuchtenden Mond. Aber das Schlimmste kommt noch. Eine Kollision ist unvermeidbar. Der Mond fliegt um den Planeten wie ein Ball in einem runden Glas mit einem Loch im Boden. Diese Kraft lässt auf der ganzen Erde Wolken entstehen. Gerade gibt es ein Gewitter, aber in 5 Minuten wird es schneien. Dann wird es Nacht und es beginnt zu regnen. Die Wassertropfen bestehen aus Schlamm und Vulkanasche. Ohne Gasmaske ist es schwierig zu atmen. Der Atmosphärendruck ändert sich ständig. Einige Menschen bekommen schwere Migräne, andere haben Gelenkschmerzen. Doch man hat keine Zeit, über seine Gesundheit nachzudenken. Die Menschheit muss herausfinden, wie sie sich vor der Kollision retten kann. Wenn der Mond auf die Erde aufschlägt, wird ein ganz neues Schwerkraftsystem entstehen. Kontinente werden ihre Form ändern. Sie werden sich zu einer großen Landmasse zusammenfügen oder in hunderte von kleineren zerbrechen. Die Kraft der Kollision kann den ganzen Sauerstoff in der Atmosphäre verbrennen und den Planeten unbewohnbar machen. Sich unter der Erde zu verstecken, macht wegen der schweren Erdbeben keinen Sinn. Die Menschen entscheiden sich, ihre letzten Stunden mit ihren Liebsten und Familien zu verbringen. Der Mond kommt näher. Er ist jetzt auf der Höhe der Internationalen Weltraumstation und bedeckt den Himmel. Viele Städte liegen aufgrund der Wellen im Schatten. Mehrere Kilometer hohe Tsunamis schlagen auf den Boden auf. Millionen Tonnen von Magma füllen die Meere. Milliarden Liter Wasser verdampfen einfach. Die Feuchtigkeit steigt in die Luft, vermischt sich mit der Asche und zieht in riesigen Kumuluswolken über das Land. Ihr habt die komplette Zerstörung eures Planeten akzeptiert. Aber dann passiert etwas Merkwürdiges. Ihr bemerkt, wie sich auf dem Mond riesige Risse formen. Er teilt sich langsam in zwei Hälften. Beide Hälften zerfallen in hunderte große Stücke. Er fällt einfach auseinander. Die Erde hat keine natürlichen Satelliten mehr. Er ist nur noch ein Haufen riesiger Weltallsteine. Doch warum passiert das? Um unseren Planeten existiert die sogenannte Roche-Grenze. Innerhalb dieser Grenze ist die Schwerkraft der Erde stärker als die des Mondes. Das bedeutet, dass die Kräfte, die den Mond zusammenhalten, schwächer sind als die, die ihn auseinanderreißen. Die Menschen jubeln. Die Roche-Grenze hat die Erde gerettet. Der Mond wird uns nicht treffen. Er zerbricht in Millionen von Bruchstücken und bildet einen Kreis um unseren Planeten. Jetzt sieht die Erde aus wie Saturn. Uns umgibt ein Gürtel aus Mondgestein. Riesige Brocken zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt. Den ganzen Weltraumschrott. Die Satelliten funktionieren nicht mehr. Die Menschheit kann nicht mehr kommunizieren und navigieren. Man wird wieder Papierkarten verwenden müssen. Vor diesen Ereignissen hielt der Mond unseren Planeten in einer bestimmten Neigung. Jetzt ist die Achse anders geneigt. Eine Erdhemisphäre kommt der Sonne näher, während die andere im Schatten liegt. Der Nordpol und die Arktis könnten zu heißen Wüsten werden, während der Äquator mit Eis bedeckt sein könnte. Winter und Sommer könnten jahrelang andauern. Die Überreste des Mondes fliegen um die Erde, aber manche von ihnen schlagen auch ein. Mondmeteorschauer zerstören Städte und lassen riesige Krater zurück. Durch all das wird viel Leben auf der Erde ausgelöscht. Es wird hunderttausende Jahre dauern, sich an diese neue Welt anzupassen. Etwa 8 Milliarden Bewohner des Planeten Erde erreichte eines Tages eine schreckliche Nachricht.
Einige sahen es im Fernsehen, andere erfuhren es von ihrem Handy, während sie die sozialen Medien durchstöberten. Manche träumten sogar davon. Eine Stimme sagte in allen Sprachen, sodass es auch jeder verstand: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die schlechte. Ihr alle seid Figuren in einem YouTube-Video, in dem unser Planet erleben muss, wie der Mond in zwei Hälften bricht. Für die Zuschauer ist das eine hypothetische Situation, doch für euch werden diese Ereignisse zur Realität. Die gute Nachricht ist nur ein Witz. Es gibt keine guten Nachrichten. Aber keine Sorge, die Apokalypse beginnt nicht auf eurem Planeten oder nur eine winzige. Schönen Tag noch. Zunächst verfällt die Bevölkerung in Panik. Ein paar Tage später beruhigen sich alle wieder. Vielleicht war es nur eine Massenhalluzination und dem Mond passiert gar nichts. Doch da entdeckten Wissenschaftler eine Gefahr. Ein riesiger Meteorit aus den Tiefen des Alls ist zu uns unterwegs. Er ist extrem schnell und ziemlich flach, hat aber sehr scharfe Kanten. Zum Glück wird er die Erde um ein paar tausend Kilometer verfehlen. Doch der Mond wird nicht so viel Glück haben. Der Meteorit durchschlägt den Erdtrabanten genau in der Mitte. Er durchtrennt den Mond, fliegt an unserem Planeten vorbei und verschwindet wieder im All. In diesem Moment sind alle Augen auf den Himmel gerichtet. Der Meteorit schneidet den Mond exakt in der Mitte durch. Und was nun? Wird die Erde dieses Desaster überleben? Unser Begleiter zerbricht in zwei gleiche Teile. Glücklicherweise fliegen sie jedoch nicht auseinander. Die starke Gravitation des Mondes hält sie zusammen wie ein Magnet. Wissenschaftler sind sicher, dass sich die Teile innerhalb von ein paar Milliarden Jahren wieder vereinen werden und der Mond wieder ganz der alte sein wird. Das Coolste daran ist, dass die Menschen keinerlei Veränderung spüren werden. Die ganze Welt feiert diese guten Neuigkeiten. Die Stimme hat sich geirrt, doch dann taucht ein neues Problem auf. Ein weiterer Meteorit in Form eines Schuhs betritt unser Sonnensystem und nimmt Kurs auf die Erde. Der Weltraumstiefel kickt die eine Hälfte des Mondes weg. Nun bricht der Mond definitiv auseinander. Eine Hälfte bleibt an ihrem Platz, doch die andere rast auf die Erde zu. Ein kleiner Meteoritenschauer aus Mondfragmenten geht auf die Erde nieder. Aber das ist weniger tragisch. Die meisten Brocken verglühen in der Atmosphäre. Der Rest der zerborstenen Hälfte beginnt unseren Planeten zu umkreisen und bildet einen Gesteinsgürtel. Nun hat die Erde Ringe wie der Saturn. Umherfliegende Fragmente zerstören einige unserer Satelliten. Kommunikation und Internet fallen immer wieder aus. Die Menschheit braucht ein paar Jahre, um diesen Schaden zu beheben. Die internationale Raumstation ist Geschichte. Zum Glück sind alle Astronauten entkommen, ehe die Mondtrümmer sie erwischt haben. Mondgestein fliegt um die Erde und am Nachthimmel steht nur noch ein halber Mond. Anfangs verändert sich das Leben nicht übermäßig. Lediglich die Küstenbewohner bemerken die Konsequenzen sofort. Der Mond beeinflusst die Gezeiten. Während er um die Erde fliegt, verformt er die Ozeane in eine ovale Form. Dort, wo der Mond der Erde näher ist, herrscht Flut. Auf der anderen Seite ist Ebbe. Doch jetzt ist alles durcheinander. Ein halber Mond zieht weniger Wasser an. Der Mond ist nur noch halb so schwer und nähert sich der Erde. Aber seine Gravitationskraft ist deutlich schwächer geworden. Seevögel, viele Fischarten, Meeresschildkröten und andere Küstenlebewesen könnten ernste Probleme bekommen. Ihre natürlichen Instinkte sind eng mit dem Mond verknüpft, wann sie Nahrung aufnehmen, brüten oder in den Süden fliegen. Winzige Schildkröten zum Beispiel erwarten morgens die Flut und laufen zum Wasser. Aber das Wasser kommt nicht und sie werden zu Möwenfutter. Krabben können keine Eier legen, weil die Flut früher als gewohnt gekommen ist. Wölfe im Wald spielen verrückt. Sie heulen jede Nacht und können gar nicht aufhören. Das gesamte Tierreich versteht die Welt nicht mehr. Auch der menschliche Körper bekommt die Folgen zu spüren. Viele Menschen leiden unter zu niedrigem oder zu hohem Blutdruck und Kopfschmerzen. Der halbe Mond verändert das gesamte Ökosystem des Planeten. Die Anpassung an die neuen Bedingungen wird Jahrzehnte, wenn nicht gar Jahrhunderte dauern. Ein paar Wochen sind vergangen und die Menschen stellen fest, dass die Tage kürzer geworden sind. Der Mond hat stets die Rotation der Erde gebremst, doch jetzt dreht sich die Erde schneller. Der Abend und der Morgen kommen früher als erwartet. Durch die erhöhte Rotationsgeschwindigkeit dauert ein Tag nun nur noch 15 Stunden.
Die Menschen leiden an Schlaflosigkeit und Übermüdung. Überall auf der Welt verändert sich der Arbeitstag. Früher kamen die Leute um 9 und gingen um 18 Uhr wieder. Jetzt wird von 7 bis 14 Uhr gearbeitet. Der Schlaf muss reduziert werden. Aufgrund der geringeren Arbeitszeit wird der Fortschritt ausgebremst. Die Technologien der Zukunft kommen mit 20 bis 30 Jahren Verzögerung. Die Bezahlung pro Stunde bleibt gleich. Die Unternehmen zahlen also weniger für weniger Arbeitsstunden. Der Mond hat auch das Wetter und Klima unseres Planeten stabilisiert. Sieh dir den Mars an. Er hat 2 kleine Monde. Sie rotieren schnell um den Mars und schaukeln ihn ein wenig umher. Folgen sind starke Winde, Sandstürme und Gewitter. Der halbe Mond, der nun in kleinen Teilen um unseren Planeten rotiert, destabilisiert die Erde. Die saisonalen Temperaturschwankungen verändern sich. Mancherorts wird es heißer, in kalten Regionen toben heftigere Schneestürme. Kurze, heftige Niederschläge ersetzen sonniges Wetter. Eine leichte Brise kann schnell zum Hurrikan werden und kleine Wellen entwickeln sich zu Tsunamis. Die Jahreszeiten wechseln schneller. Im Winter wird es kälter, im Sommer heißer. Die Veränderung der Erdrotation hat auch Einfluss auf das Magnetfeld der Erde. Da Kompasse und Navigationssysteme nicht mehr einwandfrei funktionieren, müssen wir Nord- und Südpol neu kalkulieren. Vögel können nicht mehr für den Winter in den Süden fliegen, weil sie nicht wissen, wo lang sie fliegen sollen. Ihr innerer Kompass ist kaputt. Viele hundert Jahre sind vergangen. Die Menschen haben sich vollständig an die neuen Bedingungen angepasst. Neue Tierarten haben sich entwickelt. Vögel navigieren nun anhand des Mondes. Die Wirtschaft des Planeten hat sich neu ausgerichtet. Stundenlöhne sind gestiegen. Die Menschen bekommen mit 5 bis 6 Stunden ausreichend Schlaf und arbeiten täglich 4 bis 5 Stunden. Die Verkürzung von Tag und Nacht hat auch Einfluss auf die Unterhaltungsbranche. Filme dauern nur noch 1 Stunde, die Folgen einer Serie nur noch 30 Minuten. Das Leben ist schneller geworden. Der Durchschnittsmensch wird 96 Jahre alt. Eigentlich hat sich die Zeit nicht wirklich verändert, nur die Wahrnehmung. Viele tausend Jahre später sehen die Menschen anders aus. Sie haben größere Augen, die mehr Licht aufnehmen können. Der halbe Mond spendet nachts weniger Licht. Das menschliche Auge benötigte ein paar tausend Jahre, um sich an die neue Dunkelheit anzupassen. Auch die Tiere haben unter diesen neuen Bedingungen größere und empfindlichere Augen bekommen. Während all der Zeit hat die Menschheit sukzessiv die Umlaufbahn von den Mondtrümmern befreit. Mehrere Raumstationen umkreisen den Planeten und wieder hören die Menschen diese seltsame Stimme, die ihnen einst erzählte, sie wären Figuren in einem hypothetischen YouTube-Video. Diesmal sagt sie: Eure Geschichte ist vorbei, da dieses Video hiermit endet. Tut mir leid, gute Nacht. Über tausende von Jahren kannten die Menschen nur die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die sie mit einfachen Teleskopen oder sogar mit bloßem Auge sehen konnten, wenn die Bedingungen gut waren. Aber im späten 18. Jahrhundert, 1781, entdeckte ein berühmter Astronom Sir William Herschel einen neuen Planeten, der eisblau in Farbe war. Zuerst dachten die Leute, es wäre ein Stern, aber später erkannten sie, dass es ein Planet war. Heute kennen wir ihn als Uranus. Einen Planeten, der mehr als 19 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde. Er ist so weit weg, dass es Uranus 84 Jahre braucht, um einmal um die Sonne zu reisen. Dieser Astronom entdeckte auch viele andere interessante Dinge im Weltraum, wie Doppelsterne und Nebel. Mitte der 1800er Jahre bemerkten Wissenschaftler, dass etwas den Uranus anzog und seine Umlaufbahn seltsam beeinflusste. Sie dachten, es müsse einen anderen Planeten dort draußen geben und sie verwendeten Mathematik, um vorauszusagen, wo er sich befinden würde. Schließlich fanden sie, 1865, den Neptun mit einem Teleskop. Er war zu lichtschwach, um mit bloßem Auge gesehen zu werden, da er zu weit von der Sonne entfernt war. Es war alles so aufregend. Wer weiß, wie viele andere Planeten dort draußen sein könnten, verborgen in der Dunkelheit unseres Sonnensystems. Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts bemerkten Astronomen, dass am Himmel etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Ein kleiner, felsiger Planet namens Merkur verhielt sich seltsam. Er folgte nicht der vorhersehbaren Umlaufbahn, die von ihm erwartet wurde.
Einer der Astronomen war der brillante französische Wissenschaftler Urbain Le Verrier. Er kam auf die Theorie, dass es einen weiteren Planeten in unserem Sonnensystem geben könnte, den noch niemand entdeckt hat. Dieser wäre irgendwo zwischen Merkur und der Sonne lokalisiert. Dieser hypothetische Planet, den er nach dem römischen Gott des Feuers, Vulkan, benannte, hätte eine unglaublich heiße Oberfläche. Und er könnte eine mögliche Erklärung für das merkwürdige Verhalten des Merkurs sein. Er hat sicherlich nie behauptet, dass Vulkan wirklich das eine Ding war, das die Umlaufbahn des Merkurs störte. Aber angeregt durch die Möglichkeit, einen neuen Planeten zu entdecken, nahmen Astronomen auf der ganzen Welt die Idee von Vulkan auf. Für einen Planeten, der nicht existierte, verpflichteten sich die Leute, Ideen zu entwickeln und Informationen darüber zu sammeln. Einige Wissenschaftler hielten es für unwahrscheinlich, dass sie einen anderen Planeten in der Größe von Merkur übersehen hätten. Es wäre schwer gewesen, ihn bis dahin nicht zu sehen. Aber es bestand eine winzige Chance, dass ein kleinerer Planet innerhalb der Umlaufbahn von Merkur existierte, der der Sonne so nahe war, dass niemand ihn sehen konnte. Eine Theorie besagte, dass er etwa 21 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt war. Merkur ist der Planet mit der exzentrischsten Umlaufbahn in unserem Sonnensystem, aber der nächste Punkt, den er zur Sonne erreicht, beträgt etwa 28,5 Millionen Meilen. Das bedeutet, dass Vulkan weniger als die Hälfte dieser Entfernung sein würde. Die Theorie geht weiter und sagt, dass, wenn Vulkan existierte, er alle 19 Tage und 18 Stunden die Sonne umkreisen würde und seine Bahn etwa 12 Grad relativ zur Bahn anderer Planeten in unserem Sonnensystem geneigt wäre. Die Position des Vulkans an seinem entferntesten Punkt von der Sonne wäre immer noch zu nahe an der Sonne, um mit bloßem Auge gesehen zu werden, selbst in der Dämmerung. Die einzige Möglichkeit, den Vulkan zu sehen, wäre während einer Sonnenfinsternis oder wenn er vor der Sonne vorbeizieht, was laut Theorie 2 bis 4 Mal im Jahr geschehen würde. Sie hatten die Theorie, dass dieser mysteriöse Planet so nahe an der Sonne war, dass er nur während einer totalen Sonnenfinsternis gesehen werden konnte, wenn der Mond das blendende Licht der Sonne blockierte. Also jedes Mal, wenn es eine Finsternis gab, würden Wissenschaftler hoffnungsvoll auf die Sonne schauen, in der Hoffnung, einen Blick auf Vulkan zu erhaschen. Sie haben sich wirklich angestrengt, aber egal was sie taten, sie konnten diesen mysteriösen Planeten nicht finden. Einige Astronomen behaupteten, ihn während Sonnenfinsternissen gesichtet zu haben, aber niemand konnte das jemals bestätigen oder Beweise dafür finden. Die Theorie von Vulkan wurde für bessere Zeiten auf Eis gelegt, von Vulkan. Einstein hatte eine andere Idee. Sie wissen über seine allgemeine Relativitätstheorie Bescheid, oder? Das ist dort, wo er behauptete, dass die Schwerkraft keine Art natürliche Kraft ist, sondern das Ergebnis von gekrümmter Raumzeit aufgrund der Präsenz von riesigen Weltraumobjekten, wie Planeten und Sternen, ist. Planeten kreisen in ihrer üblichen Umlaufbahn um die Sonne, weil die Raumzeit gekrümmt ist. Das bedeutet, dass die Planeten sozusagen auf den Zentralstern unseres Sonnensystems fallen. Und Einstein versuchte, die ungewöhnliche Umlaufbahn des Merkurs mit seiner eigenen Relativitätstheorie zu erklären. Im Gegensatz zu den anderen Planeten in unserem Sonnensystem war die Umlaufbahn des Merkurs nicht so kreisförmig. Stattdessen schien sie leicht zu schwanken, als ob eine unsichtbare Kraft sie abziehen würde. Einstein sagte, dass dies möglicherweise passieren könnte, weil die massive Schwerkraft unserer Sonne tatsächlich das Raumzeitgewebe um sie herum krümmt. Er behauptete, es sei möglich, dass dies die Umlaufbahn des Merkurs ein wenig verändert habe. Es dauerte eine Weile, bis die wissenschaftliche Gemeinschaft diese Theorie testen konnte, aber sie schien schließlich die plausibelste Erklärung zu sein. Obwohl Einsteins Theorie uns eine elegantere Erklärung für Merkurs seltsame Umlaufbahn gab, hofften einige Wissenschaftler immer noch auf den Vulkan. Es war besonders schwer, die Idee von Vulkan loszulassen, weil Merkur auch der Planet ist,
der von unserem Standpunkt aus wirklich schwer zu sehen ist. Aber später begannen immer mehr Wissenschaftler, Einsteins Theorie über ihre Vorstellungskraft zu akzeptieren. Und sie würden eine totale Sonnenfinsternis beobachten, speziell um Einsteins Theorie der Relativität zu testen, nicht wegen des Vulkans. Und Vulkan ist nicht der einzige hypothetische Planet, über den alle gesprochen haben. Im neueren Zeitalter glauben einige, dass es einen mysteriösen Planeten geben könnte, der in den äußeren Teilen unseres Sonnensystems lauert. Aber dieser existiert wahrscheinlich. Niemand hat ihn bisher direkt gesehen. Aber Computersimulationen zeigen, dass dieser sogenannte Planet 9 oder Planet X wahrscheinlich irgendwo jenseits von Neptun liegt. Neptun und Planet X könnten ähnlich in der Größe sein. Planet X könnte 10-mal massiver als die Erde sein und kreist in einer länglichen Form um unsere Sonne, die durchschnittlich 20-mal weiter von der Sonne entfernt ist als Neptun. Ein Jahr dort könnte zwischen 10.000 bis 20.000 Erdjahren dauern. Im Vergleich dazu dauert ein Jahr auf Neptun 165 Erdjahre. Etwas so Großes, das sich dort draußen hinter dem Neptun bewegt, könnte die ungewöhnlichen Umlaufbahnen kleinerer Objekte im Kuipergürtel erklären. Der Kuipergürtel ist der Teil unseres Sonnensystems jenseits des Neptuns, wo es sich dreht. Und dort gibt es wahrscheinlich viele Asteroiden, Kometen und einige andere kleinere Körper, die hauptsächlich aus Eis bestehen. Es gab einen weiteren hypothetischen Planeten namens Nibiru. Erinnerst du dich an die Gerüchte, dass die Welt 2012 enden könnte? Eines der populären Szenarien war Nibiru, von dem einige behaupteten, er würde unseren Heimatplaneten Ende des Jahres treffen. Natürlich ist nichts passiert. Wir sind immer noch alle gut und munter. Aber die Idee von Nibiru schien interessant. Geschichten begannen in den 1970er Jahren, 1976, als ein Mann, Zecharia Sitchin Nibiru, in seinem Buch »Der zwölfte Planet« erwähnt, behauptet, es umkreise die Sonne alle 3600 Jahre. Aber es besteht keine Chance, dass ein Planet mit einer derart exzentrischen Umlaufbahn die anderen Planeten in unserem Sonnensystem mit seiner Schwerkraft nicht stören würde. Und wenn er wirklich im Jahr 2012 so nahe an der Erde gewesen wäre, hätten wir ihn mit bloßem Auge sehen sollen. Einige einfache Berechnungen zeigten, dass Nibiru fast so hell wie der Mars in seinem dunkelsten Zustand und heller als die schwächsten Sterne, die man von einer Stadt aus sieht, gewesen wäre. Nun, vielleicht haben wir in den nächsten 3500 und einigen Jahren mehr Glück. Im Jahr 2011 erschien ein Komet Elenin, von dem viele Menschen dachten, er könnte Nibiru sein. Aber wenn man durch ein Teleskop auf Kometen und Planeten schaut, sieht man, dass sie sich unterschiedlich darstellen. Ein Komet hat eine Koma, das ist eine Gasatmosphäre, zusammen mit einem Schweif, etwas, was ein Planet nicht hat. Außerdem schlug dieser Komet nicht auf die Erde ein. Er kam unserer Sonne zu nahe und zerfiel. Die übrig gebliebenen Teile werden sich auf dem Weg zum äußeren Sonnensystem weiter bewegen für die nächsten 12.000 Jahre. Dunkler, geheimnisvoller, kalter Weltraum. Kometen, Asteroiden, Planeten, Sterne. Und etwas, das weit hinter Pluto lauert. Ja, das könnte der 9. Planet unseres Sonnensystems sein. Wir suchen seit Jahrzehnten nach ihm. IRAs, der Infrared Astronomical Satellite, hat 1983 interessante Daten gesammelt. Sie könnten der Beweis sein, dass Planet 9 sich dort verbirgt. Niemand weiß, ob er wirklich existiert, aber diese Entdeckung ermöglichte, ein Modell für diesen potenziellen Planeten zu erstellen. 2016 fanden Wissenschaftler heraus, dass ein paar kleinere Objekte im Kuipergürtel sich seltsam bewegten. Der Kuipergürtel ist die äußerste Grenze unseres Sonnensystems. Es ist ein Ring wie ein Donut aus den Resten der Entstehung unseres Sonnensystems. Dieser Donut befindet sich hinter Neptun. Die Objekte in dieser Region des Weltraums haben seltsame Umlaufbahnen, als würde ein großer Körper mit einer starken Gravitation sie beeinflussen. Klopf, klopf, Planet 9? Der Theorie zufolge ist er 5 bis 10 Mal so schwer wie unser Planet und bis zu 20 Mal weiter entfernt als Neptun.
Eine astronomische Einheit entspricht der Distanz zwischen Sonne und Erde. Pluto ist etwa 40 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Planet 9 jedoch, falls er existiert, wäre 400 bis 800 astronomische Einheiten weit weg. Er bräuchte 10 bis 20.000 Erdjahre für einen Umlauf um die Sonne. Das macht es uns nur noch schwerer, ihn zu erwischen. Gemäß einer Theorie ist Planet 9 zwischen Jupiter und Neptun entstanden, ähnlich wie die übrigen Gasriesen unseres Sonnensystems. Die Gravitationskraft eines dieser mächtigen Planeten hat ihn vermutlich aus seiner Umlaufbahn geschubst. Oh nein. Planet 9 könnte weit von den übrigen Planeten weggeflogen sein und als eiskalter kleiner Brocken begonnen haben. Doch mit der Zeit räumte Planet 9 die gefrorenen Gesteinsbrocken und Staub aus seiner Umlaufbahn und bildete einen richtigen Planeten. Eine andere Theorie postuliert, er wäre ein Planet, der einem vorbeiziehenden Stern verloren gegangen ist. Jedenfalls scheint Planet 9 kaum Sonnenlicht zu reflektieren, weil er einfach zu weit weg ist. Und die Astronomen wissen nicht genau, wohin sie schauen sollen. Der Weltraum ist finster, geheimnisvoll und endlos. Offensichtlich. Doch wenn wir Planet 9 finden, wird er der erste stechende Beweis sein, dass es mehr Planeten in unserem Sonnensystem gibt, als wir dachten. Machen wir mit einem interessanten Exoplaneten in 90 Lichtjahren Entfernung weiter. Ein Exoplanet ist übrigens ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Dieser hat eine Atmosphäre mit Wasserwolken. Ein Jahr dauert dort 24 Erdtage und sein Heimatstern ist ein roter Zwerg, der sehr viel schummriger und kleiner als unsere Sonne ist. Daher sind die Temperaturen dort mit unseren vergleichbar, obwohl er 8-mal näher an seinem Stern ist als wir an unserem. Dieser Exoplanet ist ungefähr so groß wie Neptun. Seine Dichte ist nicht allzu hoch. Er besteht daher vermutlich aus Gas im Gegensatz zur Erde, die ein Gesteinsplanet ist. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 60 Grad. Damit ist er einer der kältesten Exoplaneten, die wir bisher entdeckt haben. Je kühler ein Exoplanet ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, in der Atmosphäre Wolken zu finden. Forscher haben über 4000 Exoplaneten entdeckt. Doch alle befinden sich innerhalb der Milchstraße, bis auf einen. Zum ersten Mal haben Astronomen außerhalb unserer Galaxie einen Planeten erspäht. Sie nannten ihn M51ULS1. Dieser Planet befindet sich in der Whirlpool-Galaxie, einer 28 Millionen Lichtjahre weit entfernten Spiralgalaxie. Wir entdeckten dort einen großen, relativ jungen Stern, der im Gravitationstänzchen mit etwas, das ein Neutronenstern, der kollabierte Kern eines Riesensterns, oder ein schwarzes Loch sein könnte, hängen geblieben ist. Der Tanzpartner des Sterns übte eine unglaubliche Gravitation aus. Er verschlang den Stern häppchenweise und sog sein Plasma ein. Dann geschah etwas Ungewöhnliches. Ein unbekanntes, vielleicht saturngroßes Objekt zog vorbei und blockierte uns die Sicht. Jetzt sehen wir nicht mehr, was vor sich geht. Aber vielleicht könnte dieses Objekt der am weitesten entfernte, je entdeckte Planet sein. Außerhalb unseres Sonnensystems gibt es einen erst kürzlich entdeckten Planeten. Er ist so groß wie Jupiter und umkreist zwei Sterne. Und er kreuzt tatsächlich, wie wir von unserem Standpunkt aus sehen können, vor beiden Sternen. Ein ganzer Kreis um die zwei Sterne, was für diesen Planeten ein Jahr bedeutet, dauert 200 Erdtage. Am Tag der Entdeckung dieses Planeten fanden die Wissenschaftler außerdem einen ungewöhnlichen Weggefährten. Er ist ein Hot Jupiter mit einer extrem engen Umlaufbahn um seinen Stern. Dort dauert ein Jahr nur 1,9 Erdtage. Dieser Planet hat eine seltsam geformte Umlaufbahn. Außerdem verläuft sie entgegen der Drehrichtung seines Sterns. Wenn wir 57 Lichtjahre weit reisen, sehen wir etwas Pinkes in der Finsternis leuchten. Kommst du näher, wird das etwas immer größer und faszinierender. Ja, das ist ein magentafarbener Planet. Er ist ein paar Milliarden Kilometer von seiner Sonne entfernt und ist einer der jüngsten Planeten, die Astronomen je entdeckt haben. Er ist nur etwa 1 bis 200 Millionen Jahre alt. Er besteht aus rosa Gas, ähnlich wie Jupiter. Könntest du dich seiner Oberfläche nähern, würde dich das Gas wie ein dicker Nebel umhüllen. Während du eintauchst, wird das Gas immer dicker und bekommt eine rötliche Färbung. Sieh dir den Kern des Planeten an. Er ist extrem heiß. Mit seiner hohen Temperatur von 240 Grad ist der Planet ein regelrechter Ofen. Die Hitze ist der Grund, warum der Planet so hübsch leuchtet. Auch der Himmel ist zart rosa und enthält Wolken aus gefrorenem Wasser, ähnlich wie bei uns. Es gibt einen Exoplaneten, der gerade mal halb so schwer wie die Erde ist.
Er ist der kleinste außerhalb unseres Sonnensystems gefundene Planet. Er hat einen Durchmesser von 9000 Kilometern. Zum Vergleich, der Durchmesser der Erde beträgt 12.700 Kilometer. Der fragliche Planet besteht vorrangig aus Eisen, so wie der Merkur. Merkur hat einen mächtigen Eisenkern und eine sehr dünne Kruste, was ihn zu einem Sonderling in unserem Sonnensystem macht. In einem frühen Stadium kollidierte er mindestens einmal mit einem Himmelskörper. Die Kollision riss ihm seine äußerste Schicht weg und übrig blieb nur der nackte, harte Kern. Vielleicht hat auch dieser kleine Exoplanet einen mächtigen Zusammenprall miterlebt. Dabei könnte auch ihm sein Mantel abhanden gekommen sein, sodass ihm nur sein Eisenkern blieb. Vielleicht ist er aber auch nur der Rest eines Gasplaneten, der einst so groß wie Neptun war. Die Atmosphäre des Planeten könnte zum Beispiel von einem Strahlungssturm, der von seinem Stern ausging, weggeblasen worden sein. Dieser Planet ist nur 31 Lichtjahre von uns entfernt. Ein Tag ist hier nur 8 Erdstunden lang. Der Planet ist ein klein wenig größer als Mars. Doch wir werden wohl nie auf ihm siedeln können, da es dort bis zu 1.500 Grad heiß wird. Die Sonnenseite des Planeten könnte aus geschmolzener Lava bestehen. Bei solchen Temperaturen verdampft eine Atmosphäre einfach. Er könnte also mal eine gehabt haben. Generell können Gasriesen wie Jupiter wegen der extremen Wetterbedingungen, Temperaturen und Druckverhältnisse kein Leben hervorbringen. Es gibt auch keine Bausteine für Lebewesen. Doch kleinere terrestrische Planeten wie die Erde verfügen über die Schlüsselzutaten wie Sauerstoff und Wasser. Außerdem sind die Bedingungen moderater. Trotzdem gibt es nicht auf allen solchen Planeten Leben. Es ist nicht so einfach, einen Planeten mit ähnlichen Bedingungen wie auf der Erde zu finden. Oder zumindest Bedingungen, die Leben ermöglichen würden. Aber schauen wir uns Kepler-22b an. Er ist unser vielversprechendster Fund. Er ist 600 Lichtjahre von uns entfernt, doppelt so groß wie die Erde und die Temperaturen liegen bei etwa 22 Grad. Das ist eine sogenannte Supererde. Diese Kategorie von Planeten gibt es in unserem Sonnensystem nicht. Sie sind massereicher als die Erde, aber leichter als die Eisriesen Uranus oder Neptun. Supererden bestehen aus Gestein, Gas oder einer Mischung beider Komponenten. Kepler-22b befindet sich innerhalb der habitablen Zone seines Heimatsterns, der jedoch schwächer leuchtet als unsere Sonne. Der Planet hat vermutlich einen Gesteinskern. Es könnte dort auch einen Ozean geben. Allerdings beherbergt er kein Leben. Zumindest nicht, soweit wir wissen. Wir mögen uns für fortschrittlich halten, doch wenn wir einen kurzen Blick auf die 8 Planeten unseres Sonnensystems und ihre 200 Monde werfen, wird deutlich, wie wahnsinnig wenig Ahnung wir eigentlich von dem haben, was es da draußen gibt. Nämlich so viel, dass inzwischen spekuliert wird, dass es noch einen Planeten in unserem Sonnensystem geben könnte. WissenschaftlerInnen nennen ihn den Planet X oder Planet 9. Diese unentdeckte Welt könnte weit hinter Neptun versteckt sein. Die Umlaufbahnen der Asteroiden und Zwergplaneten in diesem Gebiet verlaufen auf unerklärliche Weise anders und Planet X könnte der Grund dafür sein. Geschichten über diesen mysteriösen Planeten haben schon vor über 100 Jahren mit einem Mann namens Percival Lowell begonnen. Der liebte den Weltraum ungemein und abgesehen davon, dass er einen beeindruckenden Schnurrbart hatte, war er auch superreich. Der Glückspilz. Er nutzte seinen Reichtum, um sich ein Observatorium in Arizona zu bauen. Dann widmete er es dem Studium der seltsamen Bewegungen von Uranus und Neptun. Ihre Anziehungskraft ist langsamer als die aller anderen Planeten in unserem Sonnensystem, fast so, als würde ein riesiges verstecktes Objekt sie vom Kurs abbringen. 1906 stellte Lowell die Theorie auf, dass es jenseits von Neptun einen weiteren Planeten geben könnte, der diese seltsamen kosmischen Ereignisse wahrscheinlich verursachte. Der Mann nannte diesen potenziellen Weltraumkörper Planet X. 1930 wurde Pluto entdeckt, und zwar von Clyde Tombaugh in Lowells Observatorium. Es sah so aus, als hätten die Menschen endlich eine Erklärung für die seltsamen Orbitmuster. Lowells Team war nach der Entdeckung auf Wolke 7, doch die Feierlichkeiten waren nur von kurzer Dauer. Bald fanden sie heraus, dass Pluto viel zu klein war, um einen so großen Einfluss auf die umliegenden Planeten zu haben. Und er war auch zu weit von ihnen entfernt. Also ging es zurück ans Reißbrett. Planet X, falls er existiert, ist 10-mal so groß wie die Erde und 4-mal so groß wie ihr Radius. Es würde mindestens 10.000 Jahre dauern, bis der Planet einmal die Sonne umkreist hätte.
und er wäre mehr als 200 Mal weiter von ihr entfernt als unser Heimatplanet. Das sind 600 astronomische Einheiten vom Zentrum des Sonnensystems entfernt. Zu deiner Info, eine astronomische Einheit entspricht der Entfernung zwischen Sonne und Erde. Aber auch wenn das sehr weit weg klingt, ist es das nicht. Der Abstand zwischen Raumkörpern wird normalerweise in Lichtjahren gemessen. Und eine astronomische Einheit ist eine viel kleinere Maßeinheit. Für den Kontext, das am weitesten von der Erde entfernte Objekt, das wir kennen, ist die Galaxie GNZ-11. Hübscher Name, oder? Die liegt unglaubliche 32 Milliarden Lichtjahre entfernt. Trotzdem können unsere Teleskope sie noch immer erkennen. Und ein einziges Lichtjahr entspricht über 63.000 astronomischen Einheiten. Wow. Wenn unsere Technik also eine so weit entfernte Galaxie erkennen kann, wie konnten wir dann Planet X übersehen? Nun, wahrscheinlich liegt es daran, dass es ihn vielleicht gar nicht gibt. Die Theorie von Planet X wurde 1989 so ziemlich widerlegt. Da hat man entdeckt, dass die mysteriöse Anziehungskraft von Neptun die ganze Zeit ein Ablenkungsmanöver gewesen war. WissenschaftlerInnen hatten massiv falsch eingeschätzt, wie groß Neptun tatsächlich war. Voyager 2 besuchte den Planeten und fand seine tatsächliche Größe heraus. Diese neue Information erklärte die seltsamen Anziehungskräfte, was bedeutet, dass sie nicht vom sogenannten Planeten X verursacht wurden. Doch da hört unsere Recherche noch nicht auf, da der hypothetische neunte Planet vor etwa 10 Jahren wieder aufgeploppt ist. Während die Beweise für Lowells Theorie falsch waren, war der Glaube an die Existenz von Planet X es möglicherweise nicht. 2015 entdeckten die Astronomen Michael Brown und Konstantin Batygin, dass hinter Neptun tatsächlich unerklärliche Gravitationskräfte im Spiel waren. Es gibt dort Trabanten, die ihre Planeten senkrecht umkreisen, was sonst nirgendwo in unserem Sonnensystem passiert. Es gibt da auch Asteroidenhaufen, die sich auf sehr spezifische Weise bewegen. So spezifisch, dass es im Grunde unmöglich ist, dass es zufällig sein könnte. Noch seltsamer, es gibt dort Trabanten, die sich im Gegensatz zu den meisten anderen Dingen im Sonnensystem in völlig entgegengesetzter Richtung zur Sonne bewegen. Ein Planetoid namens Sedna scheint ebenfalls in Richtung von irgendetwas gezogen zu werden, zusammen mit 6 anderen, die alle in dieselbe Richtung wandern. Und Brown und Batygin sind nicht nur irgendwelche anderen Sternengucker. Sie sind beide angesehene Wissenschaftler auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Konstantin Batygin wurde vom Forbes Magazine als einer von 30 Wissenschaftlern genannt, die die Welt verändern werden. Und Mike Brown war der Mann, der Pluto als Zwergplaneten neu definierte. Das heißt, wenn diese Typen etwas sagen, ist es normalerweise ziemlich legitim und du solltest wahrscheinlich zuhören. Doch die einzige Möglichkeit, wirklich zu beweisen, dass Planet X existiert, besteht darin, ihn tatsächlich zu finden. Und das hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt. Um den Planeten zu lokalisieren, müssten wir die sogenannte Transitmethode anwenden. Dabei beobachten wir im Grunde eine ganze Reihe von Sternen über einen längeren Zeitraum und achten auf Lichteinbrüche, die sie abgeben. Diese Einbrüche würden wahrscheinlich von einem Planeten verursacht, der im Weg steht. Und tada, die Existenz von Planet X könnte bewiesen werden. Doch damit diese Methode funktioniert, müssen die Erde, der neue Planet und die Sonne alle perfekt ausgerichtet sein. Diese Umstände sind ziemlich selten. Und wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, tritt der Lichteinbruch nicht auf. Außerdem würde diese Methode nur wirklich bei Planeten funktionieren, die näher an der Sonne sind als unsere Erde. Das sind Venus und Merkur. Für alles, was über die Erde hinausgeht, ist diese Technik ziemlich nutzlos. Eine weitere Technik, die wir anwenden könnten, besteht darin, den potenziellen Planeten durch ein gutes altmodisches Teleskop zu finden. Aber wie du dir vorstellen kannst, ist das wahnsinnig knifflig. Das am weitesten entfernte Objekt, das wir in unserem Sonnensystem gefunden haben, ist ein Planetoid mit dem passenden Namen Far Far Out. Also weit, weit weg. Doch der ist nur 140 AE von der Sonne entfernt. Das ist gerade mal ein Viertel des Weges zu Planet X. Wir können ein Objekt nur aufgrund seiner Helligkeit sehen. Die Sonne ist für uns sehr gut sichtbar, weil sie riesige Lichtmengen aussendet. Und wir können den Mond sehen, weil er das Licht der Sonne reflektiert. Technisch betrachtet hat der Mond kein Recht, heller zu erscheinen als alles andere am Nachthimmel. Er scheint nur heller, weil wir näher an ihm dran sind. Je weiter weg ein Objekt ist, desto weniger hell erscheint es uns. Das Hauptproblem beim Sehen des theoretischen Planeten X ist, dass alle Objekte in unserem Sonnensystem ihr Licht von der Sonne bekommen. Sie reflektieren das Sonnenlicht und des...
Sie reflektieren das Sonnenlicht und deshalb können wir sie sehen. Angesichts der Entfernung von Planet X von der Sonne ist es fast unmöglich, ihn zu erkennen. Und aufgrund des sehr schwachen Lichts bräuchten wir zum Betrachten perfekte Wetterbedingungen sowie ein extrem starkes Teleskop. Aber Brown und Batygin haben das Perfekte gefunden. Das Subaru-Teleskop befindet sich auf der Spitze eines schlafenden Vulkans auf Hawaii. Es ist riesig und kann selbst das schwächste Licht von weit entfernten Weltraumobjekten einfangen. Das Problem ist, dass wir herausfinden müssen, in welche Richtung wir es drehen sollen. Ohne zu wissen, wo Planet X sich tatsächlich befindet, ist das Ganze im Grunde nur ein riesiges Ratespiel. Es gibt auch nur etwa 3 Nächte jedes Jahr, in denen die Bedingungen klar genug sind, um den hypothetischen Planeten X zu sehen. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und trotzdem haben die meisten AstronomInnen aufgegeben, sich geeinigt, dass Planet X nicht existiert und erklärt, dass er nur ein geläufiger Mythos sei. Die am weitesten verbreitete Erklärung für die seltsamen Anziehungskräfte lautet, dass es in unserem Sonnensystem ein winziges schwarzes Loch gibt. Das zieht die Planeten zu sich heran. Aber keine Sorge, angeblich ist es nicht groß genug, um tatsächlich an einem Planeten zu knabbern. Auf der Erde ist also alles gut. Für den Moment. Das Problem mit der Theorie des schwarzen Lochs ist, dass auch dieses Ding fast unmöglich aufzuspüren ist. Zwar wäre seine Masse theoretisch so groß wie die von Planet X, doch dabei wäre das Loch selbst auf die Größe einer Orange zusammengequetscht. Teleskope würden nichts nützen. Um es zu finden, müssten die Menschen nach den Gammastrahlen suchen, die von Objekten ausgesendet werden, wenn sie in ein schwarzes Loch stürzen. Eine andere Möglichkeit, es zu finden, besteht darin, hunderte von winzigen Raumfahrzeugen loszuschicken. Die würden nahe genug an dem hypothetischen Loch vorbeikommen. Und wenn sie davon angezogen werden, könnten wir es wahrscheinlich aufspüren. Aber gibt die Theorie von Brown und Batygin noch nicht auf. Die NASA dokumentiert sie noch immer weiter. Und bis wir eindeutige Hinweise finden, die jegliche Theorien beweisen, kann Planet X noch immer irgendwo da draußen sein. Unser Sonnensystem könnte noch einige weitere Planeten im Ärmel haben. Wir wissen von 8 offiziellen Planeten. Doch die sind nicht die einzigen, die die chaotische Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren überlebt haben. AstronomInnen behaupten, dass es in unserem Sonnensystem 3 Kategorien von Planeten gibt. Wir gehören zur ersten, den 4 steinigen inneren Planeten, die friedlich die Sonne umkreisen. Sie befinden sich innerhalb des Hauptasteroidengürtels, der Mars von Jupiter trennt, der wiederum in Kategorie Nummer 2 fällt. Das ist eine Gruppe von Planeten im äußeren Sonnensystem, die Gasriesen. Auf diesen befinden sich Unmengen an Eis und Gas um das herum, was die Wissenschaft für felsige Kerne hält. Die dritte Gruppe liegt außerhalb des Gebiets, in dem sich unsere örtlichen Planeten befinden. Alles, was weiter weg ist als Neptun. Das ist das Reich, in dem du Zwergplaneten wie Pluto, Eris und Sedna sowie viele kleinere Himmelskörper wie Kometen findest. Aber neue Erkenntnisse besagen, dass sich dort im Dunkeln neben Zwergplaneten und winzigen Weltraumobjekten noch etwas anderes verbergen könnte. Vielleicht sogar ein neuer Planet. Modellen zufolge, die WissenschaftlerInnen erstellt haben, gehörten zu unserem äußeren Sonnensystem früher ein oder mehrere Gesteinsplaneten von der Größe des Mars oder der Erde. Im Laufe der Zeit sind diese felsigen Wanderer mit den weiten Schwerkraftfeldern unserer Gasriesen aneinander geraten. Das hat sie in eine weit entfernte Umlaufbahn geworfen, raus aus der Nachbarschaft. Die Frage ist, ob einer dieser marsgroßen Planeten überlebt hat und wirklich noch irgendwo da draußen sein könnte. Die Wissenschaft hat Simulationen durchgeführt, um zu sehen, was möglicherweise passiert ist. Diese haben gezeigt, dass andere Planeten in der Hälfte der Fälle, in denen sie auf die Schwerkraft von Gasriesen getroffen sind, in den interstellaren Raum geschleudert wurden. In den verbleibenden 50% der Fälle ist ein rebellischer Planet in einer Umlaufbahn verblieben, die der ähnelt, auf der sich die Objekte des Kuipergürtels bewegen. Jetzt bleibt nur noch eins zu tun, den finden. AstronomInnen haben den einsamsten Planeten des Universums aufgespürt. Sie haben versucht, weit entfernte braune Zwergsterne oder gescheiterte Sterne zu finden, die nie massiv genug geworden sind, um zu leuchten. Sterne werden mit großen Massen geboren, was bedeutet, dass sie auch eine starke Eigengravitation haben. Der Stern quetscht sich in sich zusammen. Das verursacht hohe Innentemperaturen und lässt den Stern leuchten.
Doch stattdessen haben sie einen einsamen Wanderer gefunden. Der Planet ist zwischen 50 und 120 Millionen Jahre alt und besitzt eine Oberflächentemperatur von 400 Grad Celsius. Verglichen mit Sternen ist das kalt. Zuerst dachten die WissenschaftlerInnen, es könnte sich um einen braunen Zwergstern handeln. Aber in diesem Fall wäre er viel älter. Dieser sternlose Planet schwebt durch den Weltraum und passiert unseren Planeten in nur 130 Lichtjahren Entfernung. Unsere Galaxie, die Milchstraße, ist 100.000 Lichtjahre breit. Das ist also relativ nah. Der einsame Reisende ist eigentlich ein Gasriese, 4 bis 7 Mal größer als Jupiter. Vielleicht wurde er aufgrund von Gravitationskräften aus seinem eigenen Sonnensystem geworfen oder ist in die Umlaufbahn eines anderen Planeten geraten. Oder er ist abseits seines Muttersterns entstanden. Weit hinter Pluto, am Rande unseres Sonnensystems, gibt es ein Weltraumobjekt etwa so groß wie Pluto, aber etwas kälter und viel dichter. Es handelt sich wahrscheinlich um einen großen felsigen Himmelskörper, der von einem dünnen Eismantel bedeckt ist. Das ist der Zwergplanet Eris. Sowohl Pluto als auch Eris sitzen auf dem Kuipergürtel, dem weit entfernten Ring aus eisigen Weltraumobjekten jenseits von Neptun. Ein Tag dort dauert 25,9 Stunden, also ähnlich lang wie auf der Erde. Aber Eris umkreist unsere Sonne in einer Entfernung 3-mal weiter als Pluto, was bedeutet, dass ein Jahr dort ziemlich lang ist. 557 Erdenjahre. Eris hat eine helle, eisige Oberfläche und ist eines der am stärksten reflektierenden Objekte in unserem Sonnensystem. Er spiegelt mehr als 95% des auftreffenden Lichts. Irgendwo da draußen, noch weiter weg, gibt es einen Supersaturn, viel größer als Jupiter oder Saturn. Er ist ein Exoplanet, also ein Planet, der einen anderen Stern als unsere Sonne umkreist. Supersaturn ist 434 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist der einzige uns bekannte Exoplanet mit saturnähnlichen Ringen. Tatsächlich besitzt er ein riesiges Ringsystem, 200-mal größer als die Ringe des Saturn, mit mehr als 30 Ringen, jeder davon mit einem Durchmesser von mehreren 10 Millionen Kilometern. Es gibt Lücken in den Ringen, was bedeutet, dass es dort einige interessante Trabanten, Exomonde, geben könnte. Könnte dieser Supersaturn mit unserem normalen Saturn die Plätze tauschen, würden seine Ringe unseren Himmel absolut dominieren. Du könntest nach oben schauen und sie mühelos sehen. Der Anblick wäre fantastisch, weil das Ganze noch viel größer als ein Vollmond aussehen würde. WissenschaftlerInnen haben tausende von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Manche sind dicht wie Eisen, andere luftig und leicht. Und dann ist da noch die Wasserwelt, ein dampfender Planet, der größer als die Erde und kleiner als Uranus ist, 40 Lichtjahre von uns entfernt. Es ist ein wässriger Planet, umgeben von einer dicken Atmosphäre, dem 2,7-fachen Durchmesser der Erde und dem fast 7-fachen Gewicht. Er ist höchstwahrscheinlich irgendwo weiter weg von seinem Stern entstanden, wo es viel Wassereis gab, ist später jedoch dorthin gewandert, wo er sich heute befindet. Seine Oberflächentemperatur beträgt 230 Grad, was zu heiß ist, um Leben wie auf der Erde zu ermöglichen. Er besitzt auch viel weniger Gestein und viel mehr Wasser als unser Planet. Stell dir einen Planeten ohne Land vor, nichts als endlose Ozeane, die seine gesamte Oberfläche bedecken. Hoher Druck und hohe Temperaturen würden Dinge wie superflüssiges Wasser oder heißes Eis bilden. Einige ziemlich exotische Materialien, denen wir auf unserem Planeten nicht begegnen. Gliese 436b. Das ist ein Exoplanet so groß wie Neptun, 30 Lichtjahre von unserem Planeten entfernt. Er vollführt in etwas mehr als 2 Tagen eine volle Umdrehung um seinen Stern. Dieser Planet widersetzt sich den Gesetzen der Physik. Er umkreist seinen Stern, der kleiner, kühler und dunkler ist als unsere Sonne, in einer Entfernung, die 15 Mal näher ist als die zwischen Merkur und Sonne. Meistens, wenn wir an Eis denken, stellen wir uns einen gefrorenen Würfel vor, vielleicht in einem Glas Saft. Aber dieser Planet hat eine eisige Oberfläche, obwohl die Temperatur dort 526 Grad beträgt und weit über dem Schmelzpunkt liegt. Doch das Eis bleibt fest und brennend heiß. Dazu kommt es aufgrund der sehr starken Schwerkraft. Die komprimiert den Wasserdampf in der Atmosphäre zu festem Eis. Der Druck hier lässt das Eis nicht schmelzen, egal wie heiß die Oberfläche ist.
Stell dir jetzt mal vor, du befindest dich auf einem mysteriösen Planeten und plötzlich beginnt es zu regnen. Und zwar Saphire und Rubine. Ein entfernter Exoplanet, ein Gasriese, der 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Cygnus liegt und 16 Mal größer ist, hat sehr spezifisches Wetter mit ziemlich heftigen Stürmen. Bei Regen werden über den ganzen Planeten Rubine und Saphire verstreut. Auf der Nachtseite des Planeten gibt es eine hohe Menge an Korund in der Atmosphäre. Und Korund ist der Stoff, aus dem mineralische Edelsteine wie Saphire und Rubine bestehen. Korundwolken bieten einen fantastischen Anblick. Der Planet wird von starken Winden heimgesucht, die sich oft in Stürme verwandeln und die Massen dieser Wolken über den Planeten treiben. Obwohl er unbewohnbar ist, wäre es sicher cool, dorthin zu fliegen und ein paar Edelsteine zu sammeln. Trotzdem, das Wetter ist ziemlich wild und die Temperaturen liegen über 2500 Grad. Zum Vergleich, die Temperatur der Venus, des heißesten Planeten in unserem Sonnensystem, beträgt nur 475 Grad. Wenn du über die Weite des Weltraums schaust, kannst du in der endlosen Dunkelheit einen schönen kleinen blauen Punkt sehen. Das ist ein Exoplanet, der 63 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Vulpecula liegt. Aber er ist viel heißer und größer als unser Planet, etwa so groß wie Jupiter, und er vollendet die Umlaufbahn um seinen Wirtsstern in nur 2,2 Erdentagen. Seine Umlaufbahn ist so nah, dass der Planet höchstwahrscheinlich rotiert gebunden ist. Das bedeutet, dass er seinem Stern immer nur eine Seite zeigt, so wie unser Mond uns immer nur eine Seite zuwendet. Winde wehen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8700 km/h, was der siebenfachen Schallgeschwindigkeit entspricht. Der schnellste Wind auf der Erde schafft es gerade mal auf 370 km/h. Und es kommt noch besser. Der Regen besteht hier nicht aus Wasser, sondern aus geschmolzenem Glas. Wolken bestehen aus Silikatatomen und Partikeln. Sie sind das Schlüsselelement, das dem Planeten seine kobaltblaue Farbe verleiht, nicht die Reflexion der Ozeane wie bei der Erde. Die Erde war früher einmal lila. Heute kannst du viel Grün sehen, sogar wenn du dir unseren Planeten aus dem Weltraum betrachtest. Das Grün, das wir in der Natur sehen, entsteht durch Photosynthese, den Prozess, bei dem Pflanzen die von der Sonne kommende Energie in solche umwandeln, die sie zum Leben brauchen und dabei Sauerstoff für uns produzieren. Der Hauptbestandteil dieses Prozesses, der Pflanzen ihre grüne Farbe verleiht, ist das Chlorophyllpigment. Anstelle von Chlorophyll gab es vor langer Zeit ein Molekül namens Retinal. Seine Pigmente absorbieren gelbes und grünes Licht und verwandeln es in Rot und Blau, sodass die Erde eher violett erschien. Und dann wäre da noch ein rosa Planet, weit weg von uns. Er ist viermal massiver als Jupiter und ist ein neu entstandener Exoplanet, der etwa 160 Millionen Jahre alt ist. Zum Vergleich, die Erde ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Könnten wir dorthin reisen, würden wir eine unglaubliche Welt sehen, die noch von der Hitze ihrer Entstehung glüht. Alles um dich herum wäre magentafarben. Unser Universum ist voll von faszinierenden und gruseligen Dingen. Du kennst bereits Quasare, schwarze Löcher, dunkle Materie und so weiter. Und was ist mit den Schrecken des Weltalls? Von denen hast du bestimmt noch nichts gehört. Möchtest du die bizarrsten Welten des Universums sehen? Aber nicht ich habe diese Liste erstellt, sondern die NASA. Willkommen in der Galaxie des Schreckens, der fantastischen Halloween-Sammlung der NASA. Begleite mich auf dieser Reise zu den gruseligsten Planeten und sag mir, welchen du für den schrecklichsten hältst. Schnall dich an! Unser erstes Ziel ist ein Gasriese namens Triss 2b. Er ist 750 Lichtjahre von uns entfernt. Wenn wir mit einem normalen Raumschiff dahin fliegen würden, bräuchten wir etwa 10 Millionen Jahre, um anzukommen. Triss 2b umkreist einen gelben Zwerg, einen Stern, der unserer Sonne ähnelt. Und er wiegt etwa 1,5 mal so viel wie Jupiter. Was ist so besonders an diesem Planeten? Naja, wenn du im Dunkeln Angst hast, solltest du lieber nicht zu ihm fliegen. Er ist der Planet der ewigen Nacht, der dunkelste von allen uns bekannten Planeten. Und das, obwohl er gar nicht so weit von seinem Stern entfernt ist. Aber warum ist er dann so dunkel? Also,
Die Oberfläche von Dres 2b reflektiert das Licht noch schlechter als Kohle. Deshalb scheint es so, als gäbe es da kein Licht. Wenn du über die Oberfläche dieses Planeten fliegen würdest, wäre es so, als hätte man dir die Augen verbunden. Oh, warte. Es gibt doch etwas Licht. Ein unheimliches, tiefrotes Glühen umgibt die Oberfläche des Planeten. Dieses Glühen wird durch die brennende Atmosphäre erzeugt. Dres 2b ist also ein glühender Planet. Die Luft dort ist noch heißer als Lava. Wenn du jetzt denkst, schlimmer geht's nicht, dann warte ab, bis du die nächsten Orte unserer Horrorreise gesehen hast. Die NASA hat bei der Namensgebung nicht zu viel versprochen. Glaub mir. Jetzt reden wir nicht nur über einen Planeten, sondern gleich über drei. Aber sie sind ziemlich weit weg, und zwar 2300 Lichtjahre von der Sonne. Wir könnten sie mit einem Schiff in etwa 35 Millionen Jahren erreichen. Sie befinden sich im Sternbild Jungfrau und jeder ist extrem leicht, viel leichter als die Erde. Diese drei Exoplaneten werden Poltergeist, Draugr und Phobetor genannt. Coole Namen, oder? Die Namen wurden gewählt, weil sich die drei bald in einen Geist verwandeln. Du musst nämlich wissen, dass sie sich nicht um einen Stern drehen, sondern um einen Pulsar. Pulsare sind rotierende Neutronensterne mit einem extrem starken Magnetfeld. Kurz gesagt, das sind Sterne, die explodiert sind. Nach der Explosion geben sie so starke Impulse ab, dass der Stern mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit rotiert. Mehrere tausend Umdrehungen pro Sekunde. Gleichzeitig stößt er elektromagnetische Strahlung aus, die alles um ihn herum beeinflusst. Du ahnst wahrscheinlich schon, was mit unserem Zombie-Planeten passiert. Sie werden unter dem gigantischen Einfluss der Strahlung langsam, aber sicher zerstört und dann werden sie spurlos verschwinden. Geisterhafte Planeten, die einen untoten Stern umkreisen? Ja, Zombie-Welt ist ein passender Name. Dieser Pulsar hat natürlich auch einen wissenschaftlichen Namen, der aber sehr lang ist, sodass man ihm den Spitznamen Lich gegeben hat. Wenigstens halten diese Jungs bei ihrem letzten Auftritt zusammen. Unser nächster Planet hat auch einen langen Namen, HD189733b. Es ist ein Gasriese, der 65 Lichtjahre von uns entfernt ist. Mit einem Raumschiff bräuchten wir nur 1 Million Jahre, um dorthin zu fliegen. Dieser Gasriese ist etwas massereicher als Jupiter und hat seinen Stern, einen orangenen Zwerg, ganz für sich alleine. Auf den ersten Blick wirkt er freundlich. Eine angenehme blaue Farbe und Verwirbelungen auf der Oberfläche erinnern irgendwie an einen Sommerhimmel oder den Schaum auf Meereswellen, stimmt's? Oh, aber der Schein trügt gewaltig. Dieser Planet hat eine angenehme kobaltblaue Farbe, die von der dunstigen, geblähten Atmosphäre herrührt. Sie enthält Silikate, die bei Erwärmung kondensieren. Mit anderen Worten, die Wolken auf diesem Planeten enthalten Regen aus Glas. Ja, hier regnet es heiße Glassplitter. Und als ob das noch nicht genug wäre, tobt auf der Oberfläche ein Sturm mit einer Geschwindigkeit von 8700 Kilometern pro Stunde. Zum Vergleich, der schnellste Wind, der auf der Erde gemessen wurde, erreichte eine Geschwindigkeit von 400 Kilometer pro Stunde, also etwa 20 Mal schwächer. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie tausende Glasscherben mit halsbrecherischer Geschwindigkeit horizontal über die Oberfläche des Planeten jagen. Es ist also ziemlich waghalsig, hier zu landen. Übrigens ist das nicht das einzige Beispiel für seltsame Regen in unserem Universum. Auf dem Planeten Dimidium regnet es zum Beispiel geschmolzenes Eisen. Oder nehmen wir die sogenannten Kohlenstoffplaneten. Ihre Existenz ist zwar noch nicht bewiesen, aber wenn es sie wirklich gibt, hätten sie schwarze, giftige Wolken und es würde reines Benzin und heißen Asphalt regnen. Und die Regentropfen würden beim Aufprall auf die Oberfläche explodieren. Nix Besonderes. Unser nächster Planet ist sehr seltsam. Er kreist nicht nur um seinen Stern, er lebte in ihm. Dieses kosmische Wunder wird KOI 55b oder Kepler 70b genannt.
dieser Planet ist wirklich weit weg von uns. 4000 Lichtjahre. Mit einem Raumschiff bräuchten wir etwa 70 Millionen Jahre. Er ist doppelt so hell wie die Erde und umrundet seinen Stern schon nach wenigen Stunden. Vor langer Zeit war er ein erdähnlicher Planet von der Größe des Jupiters, der friedlich und ruhig um seinen roten Zwergstern Koi 55 kreiste. Aber vor etwa 700 Millionen Jahren änderte sich das. Wahrscheinlich hast du schon gehört, dass sich unsere Sonne in ein paar Milliarden Jahren zu einem riesigen Stern ausdehnen und dann alles absorbieren wird. Tja, das ist das Schicksal jedes roten Zwergs. Früher oder später vergrößern sie sich und werden zu heißen blauen Riesen. Das geschah auch mit Koi 55. Er wurde immer größer und heißer und verwandelte sich allmählich in einen blau-weißen Riesen und war bereit, seine nächstgelegenen Planeten zu verschlingen. Aber Koi 55b kümmerte sich nicht darum. Als der Stern ihn erreichte, ließ sich der Planet einfach in ihm nieder. Nach einiger Zeit verließ er seinen Stern und nahm einfach eine neue Umlaufbahn ein. Das ist doch unvorstellbar! Das Leben im Inneren seines Sterns hat Koi 55b in einen glühenden, runden Stein verwandelt. Er ist einer der heißesten Planeten, den wir bisher entdeckt haben. Er ist etwa 6600 Grad Celsius heiß und damit ist er heißer als unsere Sonne, die, zur Erinnerung, ein echter Stern ist. Aus irgendeinem Grund ist dieser Planet noch da und umkreist seinen Stern, als ob nichts gewesen wäre. Aber früher oder später wird er verschwinden. Er verdampft nämlich langsam durch die glühende Atmosphäre. Aber er hat es irgendwie geschafft, die Reise durch seinen Stern zu überleben, was eigentlich untypisch für normale Planeten ist. Vielleicht hat er eine besondere Willenskraft. Aber nicht alle Planeten haben so viel Glück. Viele werden nach und nach von ihren Sternen zerstört. Darunter sind sogar ganze Systeme. Unser letzter Planet für heute ist ein trauriger Einzelgänger. Er befindet sich 870 Lichtjahre von uns entfernt. Wir könnten ihn in etwa 25 Millionen Jahren erreichen. Dieser Planet ist etwa 1,5 Mal so groß wie Jupiter. Er wirkt wie ein sehr trauriger, dunkler Planet. Er ist ein totgeweihter Gasriese. Er ist dem heißen Jupiter ziemlich ähnlich, aber er umkreist seinen Stern ganz alleine. Und er ist seinem Stern so nah, dass seine Umlaufzeit nur einen Tag beträgt. Tja, und wegen dieser Nähe absorbiert der Stern WASP-12b nach und nach. Die sengende Hitze des Sterns zerstört und verschlingt langsam die Atmosphäre des Planeten. Ihm bleiben wahrscheinlich nur noch etwa 10 Millionen Jahre. Aber was irgendwie cool ist, wegen seiner Umlaufbahn hat WASP-12b die Form eines Eies angenommen. Er sieht also gar nicht wie ein richtiger Planet aus. Obendrein ist er sehr heiß. Die Oberflächentemperatur des Gasriesen erreicht 2200 Grad Celsius. Außerdem hat eine kosmische Spektrographie festgestellt, dass der Planet mit seinem Stern Materie austauscht. Sie liegen so nahe beieinander, dass sie einen Teil ihrer chemischen Elemente austauschen. Das tritt häufig bei eng beieinander liegenden Doppelsternsystemen auf, aber es ist das erste Mal, dass dies bei einer Stern-Planeten-Beziehung beobachtet wurde. Was für ein einzigartiges System! Also ehrlich gesagt, wenn mir absolute Sicherheit garantiert werden würde, würde ich einige von diesen gruseligen Planeten besuchen. Was ist mit dir? Lass es mich in den Kommentaren wissen. TRES-2b ist ein Planet, auf dem die Nacht niemals endet. Es ist auch keine normale Nacht, in der die Sterne am Himmel leuchten. Hier ist es stockdunkel und glühend heiß. TRES-2b ist ein Gasriese, der etwa anderthalb Mal so groß ist wie Jupiter und seine Oberfläche absorbiert das Licht besser als Holzkohle. Heißt, er leuchtet stärker. Wahrscheinlich leuchtet er so dunkelrot, weil seine brennende Luft so heiß ist wie frisch ausgespuckte Lava. Herrlich! Im Sternsystem von 55 Cancri gibt es 5 Planeten, von denen 4 Gasriesen sind, also ähnlich wie Jupiter und Saturn.
aber der fünfte oder besser gesagt der erste, denn er ist dem Stern am nächsten, ist auf schreckliche Weise anders. 55 Cancri E steht seiner Sonne so nahe, dass die Hälfte der Planetenoberfläche quasi ein Meer aus heißer, flüssiger Lava ist. Die andere Hälfte liegt in ewiger Dunkelheit, weil sie die Sonne nie sieht. Der Planet ist seinem Stern also immer mit derselben Seite zugewandt. Und zwischen der Feuerbrunst und der Dunkelheit liegt die Twilight Zone, ein schmaler Streifen düsteren Nichts. HD189733b, was für ein schöner Name, ist der einzige Exoplanet in der Umlaufbahn seines Sterns. Er sieht eigentlich ziemlich hübsch aus, blaue und weiße Wirbel, die wundersame Muster auf der Oberfläche bilden. Aber diese angenehmen Farben kommen von den harten Silikatpartikeln, die in der Atmosphäre des Planeten schweben. Anders ausgedrückt, dort regnet es Glas. Aber noch krasser ist der Wind dort. Der kann nämlich eine Geschwindigkeit von 8700 Kilometer pro Stunde erreichen. Zum Vergleich, die schnellste Windgeschwindigkeit, die auf der Erde gemessen wurde, betrug rund 420 Kilometer pro Stunde. Gute 20 mal langsamer. Die Glaspartikel, die vom Himmel fallen, bewegen sich horizontal mit Hyperschallgeschwindigkeit und zerfetzen dabei alles, was ihnen in den Weg kommt. Das nächste System, dessen Namen ich nicht einmal auszusprechen versuche, hier siehst du es, hat drei Exoplaneten, die alle langsam von ihrem eigenen Stern zerstört werden. Das passiert, weil er kein normaler Stern ist. Er ist ein Pulsar. Das ist ein schnell rotierender Kern eines explodierten Sterns. Er erzeugt starke elektromagnetische Impulse in verschiedene Richtungen, während er sich mehrere tausend Mal pro Sekunde dreht. Das hat zur Folge, dass die Planeten, die diesen verstorbenen Stern umkreisen, langsam von ihm aufgefressen werden, bis sie weg sind. Von Kepler 70 hast du vielleicht schon mal gehört. Es ist ein heißer blauer Zwergstern, der vor etwa 18 Millionen Jahren zu einem roten Riesen explodierte. Damals wurde er wohl von mindestens zwei Planeten umkreist, von denen der nähere ein Jupiter-ähnlicher Gasriese war. Sein Name? Kepler 70b. Er existiert auch noch, aber sein übergroßer Stern hat ihn geschluckt und in eine glühend heiße Felswelt verwandelt. Zurzeit ist Kepler 70b einer der heißesten Planeten, den wir bisher entdeckt haben, heißer als unsere Sonne. Er hat Glück, dass er so lange im Inneren des Sterns überlebt hat, aber jetzt verdampft er langsam. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis er nicht mehr existiert. WASP 12b ist einer der seltsamsten und auch traurigsten Planeten, den wir bisher entdeckt haben. Die enorme Schwerkraft seines Sterns in Kombination mit dem Planeten, der hauptsächlich aus Gas besteht, führt dazu, dass der Stern seinen Planeten langsam verschlingt. WASP 12b hat bereits die Form von einem Ei angenommen, das sich seiner unbarmherzigen Sonne entgegenstreckt. Er ist nicht in der Lage, etwas gegen diesen Zustand zu tun. In weiteren 10 Millionen Jahren wird der Planet unweigerlich dem Appetit des gefräßigen Sterns zum Opfer fallen. Hast du dich schon mal gefragt, wie es ist, gleichzeitig auf Eis und heißen Kohlen zu laufen? Dann ist Gliese 436b ein Planet, der dir ein erstaunliches Beispiel dazu liefert. Der Exoplanet von der Größe Neptuns ist seiner Sonne extrem nahe. Dort herrschen Temperaturen, die heißer sind als ein glühender Ofen, und doch ist er mit Eis bedeckt, das unaufhörlich brennt. Dieses Eis ist wegen der enormen Schwerkraft des Planeten viel dichter und bleibt auch unter extremen Bedingungen fest und schmilzt nicht. In keiner Liste der gruseligsten Welten darf die Venus fehlen. Sie gilt als der böse Zwilling der Erde. Der zweite Planet von der Sonne hat eine so dichte und wolkenreiche Atmosphäre, dass seine Oberfläche viel heißer ist als die des Merkurs. Die Venus wird ständig von Vulkanausbrüchen gebeutelt. Ihre Schwerkraft ist fast 100-mal stärker als die auf unserem Planeten. Und die erwähnten Wolken bestehen nicht aus Wasser, sondern aus Schwefelsäure, die kondensiert zum Boden regnet, was das ganze Inferno noch verstärkt. Aber selbst wenn du mutig oder verrückt genug wärst, diese Wolken zu durchqueren, würdest du es wahrscheinlich nicht schaffen. Der Wind dort oben ist so stark wie einige der stärksten Wirbelstürme auf der Erde.
Hier haben wir einen sehr, sehr kalten Planeten mit einem sehr langen Namen. Obwohl der Wirtstern nicht allzu weit von ihm entfernt ist, ist er nur ein kleiner und ziemlich kühler roter Zwerg, dessen Licht und Wärme den Planeten kaum erreichen. Die Temperatur dort draußen fällt auf bis zu minus 223 Grad. Der Exoplanet ist also dunkel und mit ewigem Eis bedeckt. Es taut also nie auf. Falls er aber einen felsigen Kern hat, dann könnte er etwas Wärme erzeugen. Es besteht also die Möglichkeit, dass tief unter der gefrorenen Oberfläche unbekannte außerirdische Dinge lauern könnten. Die Medium, der etwa 50 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt liegt, ist in vielerlei Hinsicht ein lebensfeindlicher Planet. Er ist an seine Sonne gekoppelt, also ist er seinem Stern immer mit derselben Seite zugewandt. Die andere Seite liegt in Dunkelheit. Die zum Stern zugewandte Seite heizt sich auf über 980 Grad auf. Dort weht auch ein kräftiger Wind, der eine Geschwindigkeit von gut 1000 Kilometer pro Stunde erreicht. Obwohl die Medium ein Gasriese ist, enthält er eine Menge Eisen, das in der Atmosphäre schmilzt und verdampft, wodurch diese Wolken entstehen. Wenn sie sich abkühlen, regnet es geschmolzenes Eisen. Sauerstoff wird normalerweise als ein Element angesehen, das Leben auf einem Planeten ermöglicht, aber das ist bei Osiris definitiv nicht der Fall. In der Wissenschaft war man schockiert, als man auf diesem Planeten, oder besser gesagt um ihn herum, Sauerstoff entdeckt hat, denn er ist seinem Stern achtmal näher als Merkur der Sonne. Diese extreme Entfernung macht Osiris zu einem lebenden Schmelztiegel, in dem alles, was brennen könnte, auch brennt. Die Entfernung ist auch der Grund, warum Osiris eine sehr kurze Umlaufbahn um seinen Stern hat. Ein Jahr auf Osiris entspricht nur 3,5 Tagen auf der Erde. Dazu kommt noch, dass die Atmosphäre des Planeten ständig von der Hitze der Sonne geschmolzen und weggeblasen wird. Korot Exo 3b ist weder so heiß noch so kalt wie andere Planeten auf dieser Liste, aber er ist auf seine eigene, heimtückische Art gruselig. Er ist ein Gasriese so groß wie Jupiter, aber 20 mal dichter. Dadurch wirkt die Schwerkraft 50 mal stärker auf seiner Oberfläche als auf der Erde. Solltest du ihn mal betreten, wäre das dein endgültiges Aus, denn du würdest sofort von der Dichte seiner Atmosphäre zerquetscht werden. Korot 7b ist eine weitere ofenähnliche Welt. Die Tagestemperatur liegt bei über 2200 Grad. In Kombination mit der felsigen Oberfläche ergibt sich eine höllische Landschaft. Das Gestein am Boden blubbert und kocht und verdampft in der Atmosphäre, wo es abgekühlt und schließlich als Schwefelregen zur Oberfläche zurückkehrt. Korot 7b könnte einst ein Gasriese gewesen sein, dessen Atmosphäre durch die Hitze quasi weggeschmolzen ist und nur den verbrannten Kern übrig gelassen hat. Hör dir das an. Astronomen haben einen Exoplaneten entdeckt, den sie Supersaturn nennen. Seine Ringe erstrecken sich über eine AE. Eine astronomische Einheit ist definiert als der Abstand zwischen Erde und Sonne. Das ist also ein verdammt großes Ringsystem, daher auch der Name. Supersaturn heißt auch Mama Jecks Objekt, benannt nach dem Astronomen, der das Team, das ihn entdeckt hat, leitete. Professor Erik Mama Jeck von der Rochester Universität in New York entdeckte Supersaturn, während er Daten aus der Weitwinkelsuche nach Planeten sichtete. Das Akronym für dieses Projekt lautet WASP. Es ist ein geniales, im Jahr 2000 von Astronomen der Queen's Universität in Belfast und St. Andrews Universität in Schottland aufgesetztes Gemeinschaftsprojekt. Mithilfe von 4 Teleskopen erfassen CCD-Kameras auf den Geräten die leichteste Verdunklung eines Sterns aufgrund eines vorbeiziehenden Objekts. Das ist die sogenannte Transitmethode zur Entdeckung von Exoplaneten. Zum Beispiel zieht der Planet Venus alle paar hundert Jahre in unserem Sichtfeld vor der Sonne vorbei. Diese winzige Sonnenfinsternis verursacht, dass wirklich nur ein klitzekleines bisschen weniger Sonnenlicht bei uns ankommt. Dasselbe gilt für alle Sterne in der Milchstraße um die Planeten kreisen. Exoplanetarer Transit vor Sternen muss direkt in unserem Sichtfeld stattfinden, damit das Licht der Sterne reduziert wird. Solche Durchgänge treten allerdings nur selten auf.
Darum müssen tausende Sterne gleichzeitig und über einen langen Zeitraum möglichst 4 bis 8 Stunden pro Nacht beobachtet werden. WASP wurde ins Leben gerufen, um dauerhaft auf so viele Sterne wie möglich starren zu können. Vielleicht erwischen wir irgendwo einen Exoplanetentransit. Das gipfelt natürlich in einem riesigen Haufen Daten, ca. 40 GB pro Beobachtungsintervall. Computerfachleute der Leicester-Universität in England entwickelten ein Programm, um die Daten zu speichern und photometrische Graphen der Lichtintensität eines jeden Sterns zu generieren. Open University, ebenfalls in England, beteiligte sich an dem WASP-Projekt und machte die Daten weltweit für Astronomen zugänglich. Die Graphen der Sternlichtintensität, die eine Veränderung der Helligkeit anzeigen, werden Lichtkurven genannt. Sie haben 2 Achsen. Eine ist die Zeitachse, auf der anderen wird die Lichtintensität abgetragen. Wenn ein Objekt, wir vermuten ein Exoplanet, dabei könnte es auch ein brauner Zwerg sein, vor dem Stern kreuzt, wird auf der Zeitachse festgehalten, wie schnell es sich bewegt. Daraus können wir schließen, wie nah das Objekt dem Stern ist. Die Achse für die Helligkeit verrät uns, wie stark das Licht gedämpft wird. Auf diese Weise können wir herausfinden, wie groß das Objekt ist. Logischerweise blocken größere Objekte mehr Licht und sind daher leichter zu entdecken. Momentan ist unsere auf der Erde installierte Ausrüstung nicht sensibel genug, um Objekte, die kleiner als die Erde sind, zu entdecken. Bei einer Größe von Neptun stößt WASP an seine Grenzen. Doch das James-Webb-Weltraumteleskop, welches inzwischen in Betrieb ist, ist mit feineren Sensoren ausgestattet und wird auch den Transit von erdgroßen Objekten darstellen können. Ich weiß, du willst mehr über Super Saturn erfahren, aber eine Kleinigkeit musst du noch wissen. Wenn der Exoplanet eine Atmosphäre hat oder im Fall des Super Saturns ein Ringsystem, scheint das Sternenlicht durch die Atmosphäre und das Ringsystem hindurch und das wiederum können wir erkennen. Die Lichtkurve zeigt einen geringeren Abfall, weil weniger Sternenlicht blockiert wird. Ein Teil des Lichts dringt durch die Atmosphäre und die Ringe. Das ist wichtig, da Astronomen daraus Schlüsse über die Atmosphäre ziehen können. Das James-Webb-Weltraumteleskop ist mit einem Spektroskop ausgestattet, welches den Gasgehalt in der Atmosphäre des vorbeiziehenden Exoplaneten erfassen kann. Sauerstoff, Methan, Kohlenstoffdioxid und so weiter. Das WASP-Projekt machte Schule und ein Super-WASP-Programm bestehend aus WASP-Nord und WASP-Süd wurde initiiert. Der eine Teil beobachtet den Himmel über der nördlichen Hemisphäre, der andere die Sterne am südlichen Nachthimmel. Basierend auf dem WASP-Programm entwickelte sich auch das Projekt Next Generation Transit Survey, kurz NGTS. Es funktioniert automatisiert, sodass kein Astronom nachts Wache halten muss. Kann er natürlich trotzdem tun, wenn er möchte. Das NGTS ist in der europäischen Südsternwarte in der Atacama-Wüste in Chile beheimatet und scannt Millionen Sterne. Es hat bereits über 100 Exoplaneten entdeckt. In den sozialen Medien hat NGTS einen Planetenjägerclub gegründet. Hobbywissenschaftler haben die Möglichkeit, online die Datenbank der Lichtkurven zu durchforsten und vielleicht selbst einen Exoplaneten zu entdecken. Das ursprünglich rein britische Projekt von 1 oder 2 Astronomen ist heute ein weltweites Phänomen. Mit der Möglichkeit, die spektroskopischen Signaturen der atmosphärischen Gase während eines Exoplanetentransits zu lesen, ist eine neue Idee entstanden. Die Technosignatur. Dabei will man insbesondere Gase, die von Zivilisationen erzeugt werden, in der Atmosphäre von Exoplaneten identifizieren. Das James-Webb-Weltraumteleskop ist dazu in der Lage. Durch Verschmutzung wie Chlorfluorkohlenwasserstoffe können Gase spektroskopisch sichtbar gemacht werden, wenn sie existieren. Tritium aus Kernreaktoren, wenn vorhanden, sowie Wärmemuster von Städten auf der Oberfläche können ebenfalls aufgespürt werden. Technosignaturen ist ein neues Konzept, das erst nach Start des WASP-Projekts aufkam. Wer weiß, was wir finden werden. Doch kommen wir nun wieder zum Super Saturn. Der Stern, den der Super Saturn umkreist, heißt J1407, ein kleiner, schummriger, sonnenähnlicher Vorhauptreihenstern der Klasse 13. Naja, also das menschliche Auge kann nur Sterne bis zur Klasse 6 erkennen. Jede Klasse ist 2,5-mal dunkler als die vorherige. Es ist also kein besonderer Stern, sondern nur ein weiterer Teleskopstern im Bereich der Scorpius-Centaur-Assoziation. J1407 ist ein junger Stern, der noch keine stabile Phase erreicht hat. Das ist durchaus wichtig, da Super Saturn, offiziell übrigens J1407b, Anzeichen eines Ringsystems in einem frühen Entwicklungsstadium zeigt.
Die Lichtkurve des Super-Saturn versteckte sich in einem Berg von Daten des Super-WASP-Projekts. Professor Mamajek und sein Kollege Matthew Kenworthy von der Leicester-Universität sichteten die Daten und erstellten einen detaillierten Bericht. Wissen ist von guten Daten abhängig. Die horizontale Achse von J1407Bs Lichtkurve, die Zeitachse, sorgte für Aufruhr. Super Saturn brauchte Wochen, um vor seinem Stern vorbeizuziehen, 56 Tage, um genau zu sein. Die uns bekannten planetaren Ringsysteme befinden sich direkt am Äquator des Gasgiganten und sind sehr dünn. Zwischen wenigen Metern bis hin zu ein paar Zentimetern. In einem Teleskop würden die Saturnringe scheinbar verschwinden, wenn der Planet eine Neigung von 0 zur Erde hätte. Der Saturn muss in einem gewissen Winkel geneigt sein, dass wir sein wunderschönes Ringsystem sehen können. Das sollte übrigens jeder mal gesehen haben, Saturn durch ein Teleskop. Wenn die Ringe des Supersaturns 56 Tage lang das Licht von J1407 geblockt haben, bedeutet das, dass der Planet in einem steilen Winkel seinen Stern umkreist. Wäre die Neigung 0, hätten wir die Ringe nicht sehen können. Damit können wir die ungefähre Umlaufzeit schätzen, mindestens 10 Jahre bis hin zu 200 Jahren, falls die Umlaufbahn sehr elliptisch ist. Der Superplanet selbst wiegt schätzungsweise 24 Mal so viel wie Jupiter, sofern er denn ein Gasplanet ist. Es könnte aber genauso gut ein brauner Zwerg sein. Der Supersaturn scheint von einem Objekt in der Größe des Mars umkreist zu werden. In seinen Ringen gibt es nämlich eine breite Lücke, die möglicherweise von einem größeren Objekt verursacht wurde. Auch bei den Saturnringen gibt es eine Lücke, die sich ein umlaufender Mond freigeschoben hat. Die Lichtkurve des Supersaturns wurde bisher nur ein einziges Mal gesichtet. Alle Exoplaneten-Erkennungssysteme behalten J1407 im Blick, falls er wieder auftauchen sollte. Niemand kann sagen, wie lange das dauern wird. Manche Astronomen gehen davon aus, dass J1407b selbst das Sternsystem eines braunen Zwergs ist, der zwar vor J1407 vorbeigezogen ist, aber nicht mit ihm in Verbindung steht. Ein Wiedererscheinen des Supersaturns würde diese Annahme widerlegen. Die Kernregion des Supersaturn blockte das Licht seines Sterns vollständig. Das impliziert, dass das Ringsystem relativ jung und in einer frühen Entwicklungsphase ist. Mit der Zeit wird die sehr dichte Ringmasse, die dem Planeten am nächsten ist, immer dünner, da sie vom Planeten absorbiert oder ins Weltall geschleudert wird. Dasselbe geschah auch bei den Gasriesen unseres Sonnensystems. Das Mamajek-Objekt war eine Überraschung. Nie zuvor wurde eine derartige Lichtkurve entdeckt. Der Supersaturn hat ein neues Kapitel unseres Verständnisses für die Entstehung von Ringsystemen aufgeschlagen. Auf dein Wohl, Supersaturn. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mit einem riesigen Strohhalm fängst du an, Saturn aufzublasen. Er wird größer. Und noch größer. Und noch größer. Jetzt reicht's. Lass uns dann einige riesige Ringe hinzufügen und fertig. Das ist er, der Supersaturn. Auch der gedopte Saturn genannt. Das ist ein echtes Objekt, das Wissenschaftler 2012 entdeckt haben. Ein Planet namens J1407b. Astronomen sind sich aber noch nicht sicher, was er ist. Er kann ein Gasriese sein, wie in unserem Sonnensystem Jupiter oder Saturn. Dann hätte er keine feste Oberfläche. Und wenn man den Fuß darauf setzte, würde man direkt zu seinem Kern durchfallen. Er könnte aber auch ein brauner Zwerg sein. Das ist etwas zwischen einem großen Planeten und einem vollwertigen Stern. Solche Objekte müssen schwer genug sein, um thermonukleare Reaktionen zu verursachen, wie die, die innerhalb von Sternen stattfinden. Die Kraft dieser Reaktionen reicht aber nicht aus, sodass braune Zwerge glühen oder Hitze ausstrahlen würden. Um sich die Größe und das Gewicht des J1407b vorzustellen, muss man sich die Erde anschauen. Würde unser Planet auf eine Waage gestellt, zeigte sie eine 6 und dazu 21 Nullen in Tonnen. Er hat auch einen Durchmesser von etwa 12.700 Kilometern. Das ist Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems. Sein Durchmesser ist 11 Mal länger als der der Erde. Er ist auch 318 Mal schwerer. Wenn Jupiter ein Eimer wäre, würden 1.321 Erden da reinpassen. Und das ist unser Tagesheld, der Supersaturn. Er ist fast 20 Mal größer als Jupiter. Um die Waage in Gleichgewicht zu setzen, bräuchte man auf der Gegenseite 6.360 Erden. Die Ringe des Planeten sind so breit, dass sie in unserem Sonnensystem mehr als die Hälfte des Raums zwischen Sonne und Erde einnehmen würden. Und wenn der Supersaturn und der originale Saturn Platz tauschen würden, könnte man die Ringe mit bloßem Auge sehen.
Sie wären größer als der Vollmond. Vermutlich erschienen diese Ringe genau wie die um Saturn. Eine Theorie lautet, sie sind Überreste eines früher existierenden Monds. Seine Bahn war nicht ständig. Und im Laufe der Zeit wurde der Mond von den Gezeitenkräften des riesigen Planeten zerstört, den er umrundete. Kleine Stücke des Monds nahmen Platz in der Kreisbahn des Riesen. Sie sind aneinandergestoßen wie in einem Mixer. Nach einiger Zeit blieben nur Staub und Eispartikel übrig, die sich um den kolossalen Planeten bewegten. Eine andere Theorie schlägt vor, dass die Ringe erschienen, nachdem der Mond mit einem Asteroiden oder einem anderen Mond zusammengestoßen war. Dann tat der Gravitationsmixer seine Arbeit und verwandelte die Mondtrümmer in Ringe. Einige Wissenschaftler denken, die Ringe bildeten sich ungefähr zur selben Zeit wie der Planet selbst. Sie sind also Überreste des Planetennebels, der eine Wolke aus Gas, Weltraumtrümmer und Staub ist. Später wahrscheinlich schrumpfte und verfestigte er sich zu einem Planeten. Wo der Supersaturn seine Ringe her hat, kann man nur raten. Wissenschaftler sagen aber, ihre Masse ist 80% der Erde. Das kann heißen, dass der Mond, der früher J1407b umrundete, etwa so groß wie unser Planet war. In der Mitte dieser Ringe ist eine kleine Lücke. Wissenschaftler glauben, vielleicht steckt der Mond des Supersaturn dort. Sollte das der Fall sein, wird er etwa so groß wie Mars sein. Wenn die Wissenschaftler recht haben und der Supersaturn eigentlich ein brauner Zwerg ist, ist das eine unglaubliche Entdeckung. Sie werden ihn altern sehen können. Vermutlich verlieren braune Zwerge ihre Energie und schrumpfen, bis sie verschwinden. Und wenn ein brauner Zwerg seine ganze Energie aufbraucht, wird er zu einem schwarzen Zwerg, der ziemlich leicht mit einem schwarzen Loch verwechselt werden kann. Schwarze Zwerge wurden noch nie im Universum entdeckt, weil sie Billionen oder Billiarden Jahre brauchen, um sich zu bilden. Unser Universum ist viel zu jung. Und keiner von den Sternen, auch nicht die, die gleichzeitig mit dem Universum entstanden, hatten Zeit, schwarze Zwerge zu werden. Eines der ältesten Objekte im Universum ist dieser weiße Zwerg mit einem ziemlich langen Namen. Er ist etwa 11 bis 12 Milliarden Jahre alt und halb so kalt wie unsere Sonne. Und er wird noch kühler. Er braucht noch etwa 10 plus noch 15 Nullen Jahre, um zu einem schwarzen Zwerg zu werden. Im Vergleich dazu ist das Universum 1,4 und 10 Nullen Jahre alt. Wissenschaftler glauben, ein schwarzer Zwerg wird für etwa 10 plus 25 Nullen Jahre existieren, während er sich von dunkler Materie ernährt. Danach sollen seine Protonen, die kleinsten Materiepartikel, anfangen zu zerfallen. Und dann wird der schwarze Zwerg einfach verdunsten. Das wird auch noch 10 plus 49 Nullen Jahre dauern. Bleiben die Protonen aber intakt, erwartet den schwarzen Zwerg ein viel interessanteres Szenario. Nach weiteren 10 und anderthalb tausend Nullen Jahren soll er zu einem Eisenstern werden. Grundsätzlich ist das einfach eine Kanonenkugel im All. Diese Eisensphäre soll milliardenfach länger existieren, als unser ganzes Universum bisher existiert hat, bis sie plötzlich zu einem schwarzen Loch wird. Der Bildungsprozess eines schwarzen Zwerges ist also extrem lang. Ein üblicher Stern würde eine irre lange Zeit brauchen, um so alt zu werden. Supersaturn, sollte er echt ein brauner Zwerg sein, ist aber vielleicht viel näher an diesem Zustand. Der gedopte Saturn ist nicht der einzige seltsame Planet unseres Universums. Das ist Gliese 436b. Er ist durch die Transitmethode nachgewiesen worden. Ein Transit passiert, wenn sich ein Planet zwischen seinem Wirtsstern und einem Beobachter bewegt. Er ist einer Mondfinsternis ähnlich. Dieser Planet ist viermal so groß wie die Erde und 22 Mal schwerer. Das ist fast wie Neptun. Er ist eine exotische Wasserwelt. Dort ist das Wasser fest, aber kein Eis. Seine Temperatur beträgt ungefähr 270 Grad Celsius. Im Topf verdunstet das Wasser bei 100 Grad Celsius. Aber auf Gliese 436b bleibt die Flüssigkeit wegen des extremen Drucks fest. Wissenschaftler haben auch entdeckt, dass die Atmosphäre des Planeten ins All verdampft. Deswegen gibt es eine riesige runde Wolke um den Planeten herum. Sie bewegt sich ständig in seiner Bahn und das gibt dem Planeten einen langen Schweif, der wie der von einem Kometen aussieht. Cancri E beherbergt unglaubliche Reichtümer, die mehr wert sind als alles Geld der Erde. Auf dem ganzen Planeten sind Diamanten verstreut. Cancri E ist etwa zweimal so breit und achtmal so schwer wie die Erde. Dieser Planet dreht sich nicht. Nur eine seiner Seiten ist immer seinem Wirtsstern zugewandt. Die Temperatur seiner Oberfläche ist fast zweimal so heiß wie die eines brennenden Feuers. Und da der Wirtsstern reich an Kohlenstoff ist, enthält der Planet auch viel davon. Der starke Druck und die hohen Temperaturen helfen dabei, den Kohlenstoff in Graphit und Diamanten zu verwandeln. Leider ist dieser Planet 40 Lichtjahre von unserem Heim entfernt. Man würde also ungefähr 730.000 Jahre brauchen, um in einer üblichen Rakete hinzureisen.
Ein anderer an Edelsteinen reicher Planet ist HAT-P7b. Er befindet sich ungefähr 1000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist 60% größer und etwa zweimal so schwer wie Jupiter. Der Planet ist so nah an seinem Wirtsstern, dass er ihn in nur 2 Erdtagen einmal umrundet. Wegen dieser nächsten Nähe zum Stern ist HAT-P7b fast so heiß wie ein weißer Zwerg. Wenn man sich die Nachtseite dieses Planeten anguckt, sieht man ungewöhnliche Wolken. Wissenschaftler glauben, diese Wolken seien reich an Korundmaterial. Das ist die Substanz, aus der sich Rubine und Saphire bilden. Deshalb regnet es dort wahrscheinlich sehr teure und schöne Steine. WASP-12b ist einer der dunkelsten je entdeckten Planeten. Nur eine seiner Seiten ist seinem Wirtsstern zugewandt. Die Oberfläche des Planeten ist so dunkel, dass sie etwa 94% des sichtbaren Lichts frisst. Er ist also einem schwarzen Loch sehr ähnlich. Der Wirtsstern erhitzt den Planeten so sehr, dass das anwesende Material ständig verdunstet. Die starke Schwerkraft des Sterns zieht diese Wolke zu ihm, was eine Platzscheibe bildet. TRES-2b ist aber der Gewinner. Das ist der dunkelste vom Menschen bekannte Planet. Er absorbiert 99% des Lichts, das aus seinem Wirtsstern kommt. Das heißt, er verbraucht mehr Licht als ein Stück Kohle. 1% des verbleibenden Prozents Lichts ist rot, denn es wird von diesem Gasriesen zurückgestrahlt. Von weitem sieht der Planet echt übel aus. Einer der ältesten Planeten im Universum ist PSRB 162026b. Er ist etwa 12,7 Milliarden Jahre alt. Das heißt, er hat sich ungefähr 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall gebildet. Der Planet ist so alt, dass seine 2 Wirtssterne Zeit hatten, sich zu entwickeln. Der eine ist ein weißer Zwerg, der andere ist ein Pulsar, der sich fast 100 Mal pro Sekunde dreht. Der Sonnenaufgang auf diesem Planeten ist bestimmt atemberaubend. Im Moment bewegt sich dieses Sternsystem auf einen dichten Sternhaufen zu. Das kann wahrscheinlich eine Sternkollision verursachen. Das Schicksal dieses Planeten ist also unbekannt. Kepler-438b ist einer der erdähnlichsten Planeten. Er ist nur 12% größer und befindet sich in der bewohnbaren Zone seines Sternsystems. Weder zu nah noch zu weit entfernt. Das ist eine optimale Stelle, wo das Wasser nicht wegen der Hitze verdunstet und auch nicht wegen der Kälte gefriert. In der Zukunft kann er auch eine neue Heimat für die Menschheit sein. Man bräuchte aber ungefähr 470 Jahre, um diesen Planeten zu erreichen. Selbst wenn man mit Lichtgeschwindigkeit reisen würde, was gemäß den Gesetzen der Physik unmöglich ist. Ah, die Erde. Unser Zuhause. Der dritte blaue Felsen von der Sonne. Der einzige bekannte Planet, auf dem Leben gedeihen kann. Wir haben etwa 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% Argon, Wasserdampf und Kohlendioxid. Mehr oder weniger ein perfektes Gleichgewicht, um unsere Atmung zu unterstützen. Die Troposphäre ist der unterste und dichteste Teil der Erdatmosphäre, 8 bis 14 Kilometer dick. Sie ist der Teil der Atmosphäre, der unser Wetter ständig verändert. Damit Leben existieren kann, brauchen wir diese Atmosphäre und die gleiche Kombination von Gasen, um zu atmen. Würden alle Planeten unseres Sonnensystems zu einer Mega-Erde verschmelzen, hätten sich die Menschen nicht so entwickelt, wie wir es heute tun, und wir hätten einen ganz anderen Planeten. Wenn wir uns die Landschaft des Mars anschauen, sehen wir nur festes Land ohne große Wasserflächen. Die Erde ist der einzige Planet in unserem Sonnensystem mit Gewässern. Eines der ersten Wunder, das wir sehen werden, ist der Olympus Mons, der größte Vulkan im Sonnensystem. Mit einer Höhe von 2300 Metern über dem Boden überragt er den Mount Everest bei weitem. Valles Marineris ist eine Gruppe von Canyons, die den Grand Canyon in den USA sehr durchschnittlich aussehen lassen. Dieses Wunder erstreckt sich über fast 4000 Kilometer und ist mehr als 6 Kilometer tief. Zusätzlich zu diesen epischen Landschaften gibt es auf dem Mars noch viele andere großartige Orte, die viel größer sind als die auf der Erde. Der Planet könnte so groß wie der Jupiter sein. Wenn die Erde so groß wie eine Weintraube wäre, dann hätte Jupiter die Größe eines Basketballs. Wir hätten die Größe des Jupiters und die Ringe des Saturns, die uns umgeben. Die Ringe sehen vielleicht aus wie große Felsbrocken in der Luft, aber in Wirklichkeit sind es Eispartikel und Gesteinsbrocken. Sie reichen von der Größe von Kieselsteinen bis hin zu autogroßen Brocken. Die Ringe des Saturn werden durch die einzigartige Schwerkraft in der Region getragen. Da viele dieser Eisbrocken am Himmel schweben, fällt nicht viel Sonnenlicht auf den Planeten. Das bedeutet, dass der Planet immer kälter sein wird.
ganz zu schweigen von den vielen Monden, die er hat. Unser Megaplanet könnte auch viele Monde haben, die über uns kreisen und zu den Flutwellen beitragen. Jupiter ist bekannt für den Roten Fleck, ein Ort, der doppelt so groß ist wie die Erde und wo es seit Hunderten von Jahren orkanartige Stürme gibt. Die Menschen von der Mega-Erde werden sich weit weg davon niederlassen. Merkur ist ein Planet, sieht aber wegen der vielen Krater wie der Mond aus. Das liegt an den vielen Asteroiden und Kometen, die im Laufe der Jahrmilliarden auf ihm einschlugen. Die Landschaft hier besteht jedoch hauptsächlich aus Bergen, Hochebenen, Klippen und Tälern. Das Calorisbecken ist fast 1600 Kilometer breit. Es wird spekuliert, dass es von einem Kometen geformt wurde. Die Wüsten auf der Erde sind vor allem heiß und bestehen aus Sanddünen, aber sie haben auch flache Ebenen und kleine Hügel. Die größte Wüste der Welt ist der gesamte antarktische Kontinent. Der Merkur hat keine Atmosphäre, die die Wärme abfängt. Deshalb wird es sehr heiß, wenn die Sonne ihm zugewandt ist, und eiskalt, wenn sich der Planet von ihr abwendet. Auf dieser kombinierten Mega-Erde werden die Wüsten höchstwahrscheinlich eine ähnliche Landschaft haben wie auf dem Merkur. Die Tiere, die hier leben, sind wahrscheinlich so etwas wie riesige Skorpione und Wüstenschlangen, die tagsüber Sonne tanken und nachts auf die Jagd gehen. Aber die hohen Tagestemperaturen würden jeden Menschen schmelzen lassen. Aber auch wenn Merkur der sonnennächste Planet ist, ist er nicht der heißeste. Auf der Venus herrschen Temperaturen von fast 480 Grad Celsius. Wissenschaftler glauben, dass das Land hier wegen der extremen Temperaturen flach ist. Aber es ist nicht nur flach, sondern es gibt auch Vulkane und Hochlandgebiete. Dieses Terrain und Klima finden wir wahrscheinlich in der Nähe des Äquators, da es dort immer heiß ist. Hier können keine Menschen leben, es sei denn, sie bauen spezielle Kuppeln, um das Leben zu ermöglichen. Aber da der Planet jetzt riesig ist, muss nicht das gesamte Gebiet besiedelt werden. Einige Gebiete werden sicherlich die richtige Atmosphäre zum Atmen haben, während andere Orte diesen Luxus vielleicht nicht bieten. An den Polen wird das Klima höchstwahrscheinlich dem von Pluto ähneln, auch wenn er technisch gesehen kein Planet mehr ist. Im Jahr 2006 wurde er offiziell zu einem Zwergplaneten erklärt und ist sogar kleiner als der Mond. Über diesen kleinen schwimmenden Mini-Felsen ist nicht viel bekannt, außer dass er zu etwa 70% aus Gestein und zu 30% aus Eis besteht. Wissenschaftler glauben, dass ein Teil seiner Oberfläche mit gefrorenem Stickstoff und festem Methan, Ethan und Kohlendioxid bedeckt ist. Da der Megaplanet riesig ist, könnte die Schwerkraft hier ziemlich stark sein. Die Schwerkraft des Jupiters reicht aus, um dein Gewicht zu verdoppeln. Die Menschen werden höchstwahrscheinlich sehr groß sein, um dem großen Planeten gerecht zu werden. Sogar die Ozeane werden riesig sein. Im Vergleich zu dem, was die Mega-Erde für uns bereithält, werden unsere Ozeane wie kleine Seen aussehen. Der Mensch braucht etwa 24 Stunden an einem Tag. Unser Körper hat sich gut daran gewöhnt. Aber es würde uns nicht allzu sehr stören, wenn der Tag ein paar Stunden mehr oder weniger hätte. Wir können auf keinem anderen Planeten leben, ohne die richtige Ausrüstung zu tragen. An Orten wie Jupiter, Neptun und Saturn würden wir nicht länger als ein paar Sekunden überleben. Auf dem Mars kann man so lange überleben, wie man die Luft anhalten kann. Die Atmosphäre ist dünn und die Schwerkraft ist ähnlich wie bei uns, aber du könntest erfrieren. Obwohl er ein roter Planet ist, ist er sehr kalt und hat an den Polen Eiskappen, die mit Kohlendioxid bedeckt sind. Das gleiche gilt für Merkur. Du kannst dort nur so lange überleben, wie du die Luft anhalten kannst und dich im Sweet Spot zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang befindest. Die Zivilisationen der Antike wären nicht so vielfältig gewesen wie auf der Erde, da die extremen Terrains und Bedingungen keine Entdeckungen und keinen Handel zuließen. Aber mit der Zeit, als die Menschen spezielle Technologien für bestimmte Gebiete entwickelten, entstanden verschiedene Kulturen. Auch viele Tiere haben sich auf besondere und einzigartige Weise entwickelt. Aufgrund der enormen Größe des Planeten, der Isolation und der Tatsache, dass er an der Spitze der Nahrungskette steht, könnten bestimmte Tiere schon seit Anbeginn des Planeten existieren, ohne sich weiterzuentwickeln. Es ist also möglich, dass auf dieser Mega-Erde uralte Dinosaurier umherstreifen, die sogar noch größer sind als die auf der Erde.
Und obwohl die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sich einige Menschen körperlich voneinander unterscheiden, könnte es sogar mehr als eine Menschenart geben, die an den entgegengesetzten Enden des Planeten leben. Aufgrund der Isolation entwickelten sie sich auf ihre eigene Art und Weise, je nach Umgebung. Im Laufe der Jahrhunderte verbreiteten sich die verschiedenen Kulturen durch den technologischen Fortschritt und wir wurden offener füreinander. Neandertaler und Homo sapiens lebten einst Seite an Seite und wurden als die beiden Arten von Menschen angesehen. Neandertaler waren intelligent und benutzten Werkzeuge zum Jagen und Zeichnen. Homo sapiens waren Überlebenskünstler und zogen umher, um neues Land zu entdecken. Es könnte zwei dominante Menschenarten geben und einige andere, die in bestimmten Gebieten der Mega-Erde leben. Sie werden größer, strapazierfähiger und schneller sein als wir. Diejenigen, die auf den Bäumen leben, werden verlängerte Gliedmaßen haben, um sich auszustrecken und von Baum zu Baum zu schwingen. Diejenigen, die in den Savannen leben, werden wahrscheinlich sehr schnell laufen und haben dafür lange Beine. Länder und Städte werden größer sein als auf der normalen Erde. Ein Land kann so groß sein wie die Erde selbst. Die menschliche Bevölkerung kann bis zu 10 Milliarden Menschen umfassen. Um von einem Kontinent zum anderen zu reisen, könnten spezielle Transportmittel erfunden werden. Die Überwindung dieser Entfernungen kann Monate oder sogar Jahre dauern, wenn man normale Flugzeuge benutzt. Hochgeschwindigkeitszüge fahren schnell über Land und raketenartige Flugzeuge fliegen durch den Himmel. Um die Ozeane zu durchqueren, werden extrem robuste Schiffe benötigt. Schon die Fahrt durch den Atlantik ist für viele beängstigend. Stell dir vor, du müsstest über ein Gewässer fahren, das möglicherweise 8-mal so groß ist wie die Erde. Hierfür werden wir ein größeres Schiff brauchen. Es wird Gebiete geben, die man meiden sollte, wie den roten Fleck mit seinen ständigen Stürmen. Aber die Tourismusindustrie könnte Reisen anbieten für alle, die sie sehen wollen. Das Leben auf einem so riesigen Planeten wird für die meisten von uns in nächster Zeit wohl kaum Realität werden. Aber Wissenschaftler diskutieren bereits darüber, zu anderen Planeten zu ziehen, um eine neue Heimat für Menschen zu finden. Ein Exoplanet ist ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Einige von ihnen sind frei schwebend. Diese werden Schurkenplaneten genannt. Sie bewegen sich um das galaktische Zentrum. Andere umkreisen ihren Wirtsstern oder zwei. Zum ersten Mal entdeckten Astronomen Exoplaneten in den 1990er Jahren. Seitdem haben Wissenschaftler Tausende von ihnen gefunden. Und jetzt kannst auch du einen Blick darauf werfen. Spoiler-Alarm: Einige Exoplaneten sind ziemlich bizarr. Andere wiederum ähneln unserem Heimatplaneten und könnten wahrscheinlich Leben beherbergen. Der Erde am nächsten gelegene Exoplanet ist Proxima Centauri b. Er ist nur 4,2 Lichtjahre von der Erde entfernt. Kürzlich haben Astronomen herausgefunden, dass diese Welt der Erde noch ähnlicher sein könnte, als sie bisher dachten. Er ist nur 17% massereicher als unser Heimatplanet. Er umkreist einen Stern, der schwächer und weniger massereich ist als unsere Sonne. Proxima Centauri b befindet sich in der Mitte der bewohnbaren Zone des Sterns. Das bedeutet, dass es auf dem Planeten wahrscheinlich flüssiges Wasser und damit auch Leben geben könnte. Es sieht so aus, als ob der Exoplanet mit seinem Mutterstern in einer Gezeitenkopplung steht. Das bedeutet, dass eine seiner Seiten immer dem Stern zugewandt ist. Die andere ist immer im Dunkeln. Die Wissenschaftler haben noch nicht herausgefunden, ob der Planet eine Atmosphäre hat. Er bewegt sich zu nah an seinem Stern und vollendet eine Umlaufbahn innerhalb von 11 Erdtagen. Die Strahlung des Sterns könnte die Luft des Planeten wegziehen. Wenn das der Fall ist, ist es unwahrscheinlich, dass Proxima Centauri b über flüssiges Wasser verfügt. Gliese 832c ist 16 Lichtjahre von der Erde entfernt. In kosmischen Maßstäben ist das ein Katzensprung. Dieser Exoplanet ist 5-mal so massiv wie die Erde und bewegt sich viel näher an seinem Mutterstern. Deshalb dauert ein Jahr auf diesem Planeten auch nur 36 Tage. Aber da dieser Stern ein roter Zwerg ist, der viel kühler und schwächer ist als die Sonne, bekommt Gliese 832c genauso viel Licht und Wärme ab wie unser Planet. Gleichzeitig ist immer noch unklar, ob Gliese 832c der Erde ähnlich ist. Wahrscheinlich hat er eine viel dickere Atmosphäre, die einen unkontrollierten Treibhauseffekt verursacht. Dieses Phänomen tritt auf, wenn ein Planet mehr Wärme von seinem Wirtsstern aufnimmt, als er wieder an den Weltraum abgeben kann.
Das bedeutet, dass Gliese eher der glühend heißen Venus als der relativ kühlen Erde ähnelt. Ein weiterer erdähnlicher Planet, TOI 700d, ist 100 Lichtjahre von uns entfernt im Sternbild Dorado. Er umkreist einen kleinen und ziemlich kühlen Zwergstern, der etwa 40% der Masse und Größe der Sonne hat. Seine Oberflächentemperatur ist halb so hoch wie die unseres Sterns. Der äußerste Planet, der sehr große TOI 700d, ist fast so groß wie die Erde. Er befindet sich ebenfalls in der bewohnbaren Zone seines Muttersterns. Keine Strahlung von TOI erreicht den Planeten. Das erhöht die Chancen, dass der Exoplanet bewohnbar ist. Das bedeutet, dass er möglicherweise Leben entwickeln und erhalten kann. Die Wissenschaftler kennen die Bedingungen auf der Oberfläche des Planeten nicht genau. Aber eine der Computersimulationen, die sie erstellt haben, zeigt einen Planeten, der mit einem Ozean bedeckt ist. Er hat eine sehr dichte Atmosphäre, die von Kohlendioxid dominiert wird. Astronomen glauben, dass der Mars als junger Planet von einer ähnlichen Atmosphäre umgeben war. Ein anderes 3D-Modell zeigt TOI 700d als eine wolkenlose Welt, die nur aus Land besteht. So würde unsere Erde wahrscheinlich aussehen, wenn sie nicht mit Ozeanen bedeckt wäre. Die Winde auf TOI bewegen sich von der Nachtseite des Planeten weg und treffen sich in dem Bereich, der direkt dem Stern zugewandt ist. Es gibt einen Exoplaneten, der sich durch seine auffällige Magentafarbe von den anderen abhebt. Du kannst diese Welt im Sternbild Jungfrau finden. Der Planet heißt Gliese 504b. Die Entfernung zwischen diesem Planeten und seinem Mutterstern ist 9-mal so groß wie die Entfernung zwischen der Sonne und Jupiter. Der Planet ist erst vor relativ kurzer Zeit entstanden und glüht noch vor Hitze. Deshalb sieht seine Oberfläche rosafarben aus. Nur 20 Lichtjahre von der Sonne entfernt, was für Weltraumstandards keine so große Entfernung ist, durchstreift ein bizarrer Einzelgängerplanet unsere heimische Milchstraßengalaxie. Aber auch wenn dieser Planet keinen Stern umkreist, hat er ein unglaublich starkes Magnetfeld. Es ist 4 Millionen Mal stärker als das Magnetfeld der Erde. Der Exoplanet erzeugt auch erstaunliche Polarlichter. Als er 2016 entdeckt wurde, waren die Astronomen fast sicher, dass sie einen braunen Zwerg entdeckt hatten. Das ist ein Objekt, das zu groß ist, um ein Planet zu sein und zu klein, um ein Stern zu sein. Aber später erhielten die Wissenschaftler den Beweis, dass das Weltraumobjekt nicht groß genug ist, um ein brauner Zwerg zu sein. Der Planet ist wirklich ein Mammut unter seinesgleichen. Er ist 1,2-mal so groß wie der größte Planet unseres Sonnensystems, Jupiter, und mehr als 12-mal so schwer. Die Astronomen vermuten, dass das außergewöhnlich starke Magnetfeld dem Planeten hilft, die Polarlichter zu erzeugen. Aber das Merkwürdigste ist, dass sie auf eine andere Art und Weise entstehen als Polarlichter auf der Erde. Es könnte daran liegen, dass der Mond des Exoplaneten dem Planeten hilft, diese Lichtspiele zu erzeugen. Wenn du 20.000 Lichtjahre von der Erde entfernt wärst, würdest du in die Nähe eines roten Zwergs im Sternbild Schütze kommen. Solche Sterne sind sehr kühl und klein. Ziemlich weit entfernt von diesem kalten Stern befindet sich ein Planet. Der Abstand zwischen dieser Welt und ihrem Wirtsstern ist so groß, dass der Planet nur sehr wenig Wärme abbekommt. Er ist einer der kältesten Planeten, die je entdeckt wurden. Die durchschnittliche Oberflächentemperatur liegt unter minus 218 Grad. Deshalb ist der gesamte Planet mit einer dicken Eisschicht bedeckt. Wenn du auf seine Oberfläche treten würdest, würdest du nichts als Gletscher, Ebenen und Berge aus Eis sehen. Und trotzdem behaupten Astronomen, dass es tief unter der gefrorenen Oberfläche Leben geben könnte. Das liegt daran, dass der Kern des Planeten wahrscheinlich genug Wärme erzeugt, um einen Teil des inneren Eises zu schmelzen. In diesem Fall könnte es auf dem Planeten einen riesigen unterirdischen Ozean geben, in dem es vielleicht sogar von bizarren Lebensformen wimmelt. Einer der ältesten Exoplaneten, die wir kennen, ist PSRB 162026b. Er ist etwa 12,7 Milliarden Jahre alt und damit fast 3-mal so alt wie die Erde, die vor 4,5 Milliarden Jahren entstand. Das bedeutet auch, dass der Genesis-Planet nur etwa 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden ist. Der Planet ist so alt, dass seine beiden Muttersterne genug Zeit hatten, sich zu einem weißen Zwerg und einem Pulsar mit fast 100 Umdrehungen pro Sekunde zu entwickeln. Die Sonnenaufgänge auf diesem Planeten müssen fantastisch aussehen. Ich wette, der nächste Exoplanet ist anders als alle anderen, die du bisher gesehen hast. Er wird oft Super-Saturn oder Saturn auf Steroiden genannt. Das liegt daran, dass J1407b ein kolossales System von Ringen hat. Sie sind 640-mal so groß wie die unseres Saturns. Diese bizarre Welt ist 434 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Er ist der einzige uns bekannte Planet, der ähnliche Ringe wie der Saturn hat. Würde man J1407b in unser Sonnensystem versetzen und den Saturn durch ihn ersetzen, würden seine Ringe um ein Vielfaches größer aussehen als ein Vollmond. Astronomen haben eine Lücke in der Mitte der Ringe des Planeten entdeckt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ein Exomond von der Größe des Mars den Planeten irgendwo innerhalb dieser Lücke umkreist. Wenn du auf diesem Mond leben würdest, hättest du jedes Mal, wenn du in den Himmel schaust, eine fantastische Aussicht. Dieser Exoplanet mit dem Namen WASP-12b frisst das Licht seines Sterns. Er ist eine der dunkelsten Welten, die man kennt. Das liegt daran, dass seine Tagseite das Licht verschlingt, anstatt es zurück ins All zu reflektieren. Der Planet ist riesig, doppelt so groß wie der Jupiter. Und er fängt mehr als 94% des Lichts ein, das seine Atmosphäre erreicht. Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund für die irrsinnigen Temperaturen auf der Oberfläche des Planeten. Sie können auf bis zu 2.500 Grad steigen. Das ist fast halb so heiß wie die Oberfläche unserer Sonne. WASP-12b bewegt sich so nah an seinem Wirtsstern, dass er nur einen Tag für eine Umrundung braucht. Seine Nachtseite ist nicht so heiß wie die Tagseite, sondern nur 1.200 Grad. Aufgrund dieses Temperaturunterschieds sammeln sich Wasserdampf und Wolken über der Oberfläche des Planeten. Von Zeit zu Zeit ergießen sich Strudel von Material aus der überhitzten Atmosphäre des Planeten auf seinen Stern. Etwa 4000 Lichtjahre von der Erde entfernt gibt es einen Exoplaneten, der ein riesiger Diamant sein könnte. Er ist 5-mal so groß wie unser Planet, braucht aber nur 2 Stunden und 10 Minuten, um seinen Mutterstern zu umkreisen. Er ist ein Pulsar, der mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Mal pro Minute rotiert. Der Planet ist dichter als alle anderen, die wir bisher entdeckt haben. Er besteht hauptsächlich aus Kohlenstoff, der so dicht ist, dass die Astronomen glauben, er könnte kristallin sein. Wenn das stimmt, könnte das bedeuten, dass zumindest ein Teil des Planeten aus Diamant besteht. Auf WASP-76b regnet es auf der Nachtseite des Planeten Eisen. Und die Temperatur auf der Tagseite steigt auf bis zu 2400 Grad. Das ist heiß genug, um die meisten Metalle zu verdampfen. Dieser Exoplanet ist etwas kleiner als der Jupiter und befindet sich 640 Lichtjahre von der Erde entfernt. Die erschreckenden Wetterbedingungen auf dieser Welt werden durch seine ungewöhnliche Umlaufbahn verursacht. Die Entfernung zwischen WASP-76b und seinem Mutterstern ist 10-mal kürzer als die Entfernung zwischen Merkur und der Sonne. Deshalb sind der Stern und der riesige Planet in einer Gezeitenkonstellation. Eine Seite von WASP-76b ist immer dem Stern zugewandt. Und die andere Seite ist immer stockdunkel. Dieser hellblaue Exoplanet befindet sich 62 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er ist etwas größer als Jupiter und sieht ruhig und friedlich aus. Seine blaue Farbe könnte dich an unseren Heimatplaneten erinnern. Doch hinter diesem vertrauten Erscheinungsbild verbirgt sich die erschreckende Natur des Planeten. Der schöne Farbton kommt von den Silikatatomen und Partikeln, aus denen die Atmosphäre besteht. Aber die Windgeschwindigkeiten auf dem Planeten können bis zu 8700 Kilometer pro Stunde erreichen. Das ist das 7-fache der Schallgeschwindigkeit. Die Temperatur kann dort auf bis zu 870 Grad steigen. Aber das ist nicht das Schlimmste. In dieser bizarren Welt regnet es Glas, seitwärts. Es ist also wahrscheinlich nicht der Ort, an dem du gerne deinen Urlaub verbringen würdest. Wir reisen mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum. Die Strecke von der Erde zur Sonne würde bei dieser Geschwindigkeit nur 8 Minuten dauern. Aber wir würden etwa 35 Jahre brauchen, um unser Ziel zu erreichen, was übrigens immer noch sehr schnell ist. Zum Vergleich, eine herkömmliche Rakete bräuchte für diese Strecke etwa 600.000 Jahre. Und da sind wir nun. Es ist ein Sternsystem, das unserem eigenen verdächtig ähnlich ist. Und unsere Wissenschaftler vermuten, dass hier Leben existieren könnte, genau wie auf der Erde. Ein roter Zwerg, der 30% der Größe und des Gewichts der Sonne hat, liegt im Herzen dieses Sternsystems. Aber es sind die Planeten, die den Stern umkreisen, die uns am meisten interessieren. Der erste von ihnen ist L9859b. Seine Größe liegt irgendwo zwischen Erde und Mars. Aber er ist sehr leicht. Er hat nur halb so viel Masse wie die Venus. Aber Leben ist auf diesem felsigen Planeten unmöglich. Er ist dem Stern zu nah und so heiß, dass man selbst einen Kuchen verbrennen würde, wenn man ihn auf seiner Oberfläche backen wollte. Die Temperatur ist etwa 100 Grad höher als die Maximaltemperatur deines Ofens. Der Planet umrundet seinen Stern in nur 2 Tagen, verglichen mit 365 Tagen für die Erde. Und er erhält 22-mal mehr Energie als wir von der Sonne.
Dort ist es also nicht nur heiß, sondern es gibt auch eine Menge gefährlicher Strahlung. Der nächste Planet ist 4,6 Millionen Kilometer von seinem Wirtsstern entfernt. Das ist 13 Mal näher als der Abstand zwischen Merkur und der Sonne. Und er macht in 3,7 Tagen einen kompletten Umlauf um den Stern. Interessant ist aber, dass der Planet 30% größer als die Erde und doppelt so schwer ist. Er gehört also zur Klasse der Super-Erde-Planeten. Solche Planeten können reich an Wassereis, Methan und Wasserstoff sein. Dies sind einige der Elemente, die für die Existenz von Leben notwendig sind. Viele Wissenschaftler glauben, dass auf solchen Planeten außerirdische Zivilisationen leben können. Aber wegen des großen Gewichts des Planeten hat er eine starke Anziehungskraft. Deshalb können diese Zivilisationen vielleicht nicht in den Weltraum fliegen, weil es für sie schwieriger ist, sich aus der Gravitationsfalle eines Super-Erde-Planeten zu befreien. Leben ist hier jedoch nicht möglich, weil der Planet immer noch zu nah an seinem Wirtsstern ist. Und genau wie in unserem Sonnensystem sind die beiden nächstgelegenen Planeten zu heiß. Aber der dritte Planet sieht vielversprechender aus. L9859d. Er ist fast doppelt so schwer wie die Erde und 50% größer. Wissenschaftler haben berechnet, dass etwa ein Drittel seiner Masse aus Wasser bestehen könnte. Zum Vergleich, die Masse des gesamten Wassers auf der Erde beträgt nur 0,02%. Das Vorhandensein von Wasser ist die wichtigste Voraussetzung für das Entstehen von Leben. Aber wir können nur raten, wo dieses Wasser sein könnte. Es könnte auf der Oberfläche sein, aber hohe Temperaturen können große Ozeane in riesige Dampfwolken verwandeln. Wasser kann aber auch im Grundwasser unter der Oberfläche enthalten sein. Nun, das können wir noch nicht mit Sicherheit bestimmen. Lasst uns zum nächsten Planeten in unserem Sternsystem gehen. Dieser neu entdeckte Planet gehört zur Klasse der Super-Venus. L9859e. Er ist ein Gesteinsplanet, der dreimal so groß ist wie die Erde. Die Super-Venus-Klasse bedeutet, dass der Planet schwer genug ist, um eine Atmosphäre zu haben. Aber die Bedingungen dort gleichen eher einem Treibhaus. Verschiedene Gase füllen die Atmosphäre. Die Strahlen der Sterne dringen durch sie hindurch zur Oberfläche des Planeten, werden von ihr reflektiert und steigen nach oben. Aber die dichten Gase lassen sie nicht aus der Atmosphäre entweichen. So wird der Planet immer heißer. Das ist der bekannte Treibhauseffekt, den wir auf der Erde so sehr zu vermeiden versuchen. Hinzu kommt, dass der Sternenwind Wasserdampf und andere Elemente aus den oberen Schichten der Atmosphäre ins Weltall trägt. Auf einem solchen Planeten kann kein Leben existieren und das könnte auch nie entstehen. Genau wie auf der Zwillingsschwester der Erde, der Venus. Bislang befinden sich alle Planeten, die wir uns angesehen haben, außerhalb der bewohnbaren Zone des Wirtssterns. Das ist der perfekte Abstand zum Stern. Nicht zu nah, damit der Planet nicht zu heiß ist und das Wasser nicht sofort verdampft. Und nicht zu weit weg, damit der Planet nicht wie eine kalte Wüste aussieht. Die Planeten B, C, D und E sind zu nah an ihrem Wirtsstern. Aber es gibt noch einen weiteren hypothetischen Planeten F in diesem Sternsystem, der genau an der perfekten Stelle liegt. Dieser Super-Erde-Kandidat ist 2,5 Mal schwerer als unser Heimatplanet. Wir haben also die Hoffnung, dass es sich um eine felsige Welt handelt, genau wie bei den anderen Planeten in diesem Sternsystem. Das Gewicht von Planet F reicht aus, um eine dichte Atmosphäre zu haben. Und die Temperatur auf seiner Oberfläche sollte so hoch sein, dass es dort Wasser in flüssiger Form gibt. Der Planet macht in 23 Tagen eine komplette Runde um seinen Wirtsstern, was buchstäblich bedeutet, dass er alle 3 Wochen Neujahr hat. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass es dort eine Zivilisation gibt, die dieses Fest feiert. Tatsächlich ist die Existenz dieses Planeten sehr zweifelhaft, denn wir haben immer noch keine handfesten Beweise. Alle anderen Planeten sind durch die Transitmethode entdeckt worden. Dabei richten wir unsere Teleskope direkt auf einen Stern und beobachten, wie sich seine Helligkeit verändert. Wenn die Helligkeit des Sterns leicht abnimmt, ist ein Planet zwischen uns und dem Stern vorbeigezogen. Wie dieser Punkt. Wir haben eine kurze Zeitspanne, in der sich der Planet im Hintergrund des Sterns befindet, um seine Größe und Geschwindigkeit zu bestimmen. Manchmal können wir solche Transite von Merkur und Venus auf der Sonnenscheibe beobachten. Und es gibt mindestens 29 potenziell bewohnbare Planeten da draußen im fernen Weltraum, die die Erde auf die gleiche Weise beobachten können. Etwa 1715 Sterne im Umkreis von ein paar hundert Lichtjahren sind dafür perfekt gelegen. Jeder Stern hat Planeten um sich herum, aber nur 29 von ihnen befinden sich in der bewohnbaren Zone. Es könnte also wirklich Leben und eine intelligente außerirdische Zivilisation da draußen geben.
Wenn ja, könnten Sie Ihre Teleskope auf die Sonne richten und einen kleinen Punkt über die Sonnenscheibe ziehen sehen. Und Sie könnten diese Beobachtungen schon seit mindestens 5000 Jahren machen. So könnten Sie sehen, wie unsere Zivilisation entstanden ist und wie wir uns entwickelt haben. Außerdem sind diese Planeten nah genug, um unsere Radiosignale und sogar Fernsehsendungen zu empfangen. Aber das funktioniert in beide Richtungen. Funksignale bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Weltraum. Wir haben diese Technologie vor etwa 100 Jahren gemeistert. Wenn es also wirklich irgendwo da draußen eine Zivilisation gibt, würden wir auch ihr Signal auffangen. Aber bis jetzt ist das noch nicht passiert. Wir haben also keinen Beweis für die Existenz von Leben auf diesem Planeten. Die Entdeckung eines Sternsystems wie L9859 ist für uns sehr wichtig, weil wir immer auf der Suche nach Leben außerhalb unseres Sonnensystems sind. Und Planeten der Super-Erde-Klasse sind sogar noch besser für die Entstehung von Leben geeignet als der Planet Erde selbst. Solche Planeten werden manchmal auch als superbewohnbar bezeichnet. Einige Wissenschaftler glauben, dass die Erde ein guter, aber nicht der beste Ort für Leben ist. Superbewohnbare Planeten müssten 30% größer sein als die Erde und doppelt so schwer. Dadurch entstünde eine stärkere Schwerkraft, die Atmosphäre auf dem Planeten dichter und mit einer höheren Sauerstoffkonzentration versehen würde. Das wiederum würde die Durchschnittstemperatur auf dem Planeten auf perfekte 25 Grad Celsius erhöhen. Pflanzen würden dort also gut gedeihen. Außerdem macht die stärkere Schwerkraft die Oberfläche des Planeten flacher. Daher könnte es dort mehr Ozeane geben als auf der Erde. Dadurch wird das Leben im Wasser viel vielfältiger. Auch der Wirtsstern spielt eine wichtige Rolle. Er sollte kleiner als die Sonne sein. Je größer der Stern ist, desto mehr von seinem Brennstoff verbraucht er. Das bedeutet, dass die Lebensspanne solcher Sterne viel kürzer ist. Die Lebensdauer der Sonne zum Beispiel beträgt etwa 10 Milliarden Jahre. Ein roter Zwerg kann aber bis zu 30 Milliarden Jahre alt werden. Mehr Zeit, mehr Gelegenheit für die Entstehung von Leben und die Evolution. Bislang haben Wissenschaftler 24 überreichlich vorhandene Planeten entdeckt. Das bedeutet aber noch nicht, dass es dort wirklich Leben gibt. Einige Wissenschaftler glauben jedoch, dass es neben der Erde bereits mindestens 36 fortgeschrittene Zivilisationen in unserer Galaxie gibt. Sie haben auf der Sternkarte nach ähnlichen Welten gesucht. Zuerst finden wir unter etwa 100 Milliarden Sternen in der ganzen Galaxie Exemplare, die wie die Sonne aussehen. Jetzt wählen wir aus ihnen diejenigen aus, die reich an Eisen sind. Solche Sterne brennen mit der perfekten Temperatur und helfen den Planeten um sie herum, einen Eisenkern zu bekommen und erdähnlich zu werden. Wählen wir nun relativ junge Sterne aus diesem Haufen aus, denn wenn sie älter werden, dehnen sie sich aus und absorbieren entweder die Planeten um sie herum oder verbrennen sie. Eine letzte Sache noch. Wir suchen Planeten, die sich in der bewohnbaren Zone des Sterns befinden. Und voilà! 36 Welten könnten von einer unbekannten Zivilisation bewohnt sein. Aber das werden wir erst mit Sicherheit wissen, wenn wir mit ihnen in Kontakt treten. 1994. Es war dunkel, also sah niemand zwei Silhouetten, die die Notausgänge eines Glaskuppelkomplexes in Arizona, bekannt als Biosphäre 2, öffneten. Sie waren entschlossen, 7 Menschen zu befreien, die seit einem Monat eingeschlossen waren und ihr Leben im Namen der Wissenschaft riskierten. Die Mission war erfolgreich, aber sie wurden wegen Hausfriedensbruch und Vandalismus angeklagt. Die Vandalen waren Abigail Elling und Mark Fantillo. Sie gehörten zu den ersten 8-armen Teufeln, die an diesem Ort als Versuchskaninchen lebten. Und sie wollten nicht, dass jemand anderes die gleichen Schrecken durchmachen musste, die sie erlebt hatten. Über 150 Millionen Dollar wurden ausgegeben, um zu sehen, ob Menschen geeignete Lebensbedingungen auf anderen Planeten, wie dem Mars, schaffen könnten. Um dies zu erreichen, bauten Wissenschaftler eine Mini-Welt mit über 3000 Arten von Pflanzen und Tieren. Biosphäre 2 war ein abgeschottetes, 3 Hektar großes Habitat, komplett mit eigenem Mini-Regenwald, einem privaten Strand mit einem Korallenriff, einer Graslandsavanne, einem Sumpf und sogar einer Wüste. Zwischen 1991 und 1993 konnte nichts diesen Ort betreten oder verlassen. Die Gruppe von 8 Menschen, die darin eingeschlossen waren, nannten sich selbst Biosphärianer. Sie trugen passende Star Trek-ähnliche Overalls, bauten ihre eigene Nahrung an und atmeten ihre eigene Luft. Sie begannen mit hohen Erwartungen und einem 5-Sterne-Hotel-Stil-Frühstück, aber im Laufe der Monate nahmen die Dinge eine dunklere Wendung. Das gesamte Team litt Hunger und fing an, sich orange zu verfärben. In Biosphäre 1, also der echten Erde, kann man in 2 Minuten eine Pizza bestellen.
Aber in Biosphäre 2 brauchten sie endlose 4 Monate, um eine Margherita zuzubereiten. Sie mussten Weizen für den Teig ernten und Ziegen melken für den Käse. Das Ziel war, völlig autark zu sein, und sie wurden buchstäblich Teil einer Atmosphäre. Wenn sie ausatmeten, nährte ihr CO2 die Süßkartoffeln, die sie anbauten. Und diese Süßkartoffeln wurden Teil von ihnen, da sie im Grunde immer wieder die gleichen Kohlenstoffe aßen. Sie hatten so viele Süßkartoffelfeste, dass ihre Haut tatsächlich orange wurde vor all dem überschüssigen Beta-Carotin. Was damals wie eine lustige Situation erschien, hob ein großes Problem hervor. Die Erträge in Biosphäre 2 waren eine totale Enttäuschung und die Crew litt Hunger. Sie wurden vor Hunger verrückt und Momente plötzlicher Wut führten dazu, bedauerliche Dinge zu tun, wie Bananen aus dem Kellerlager zu stehlen. Irgendwann musste der Gefrierschrank abgeschlossen werden. In den ersten 6 Monaten verlor jeder von ihnen zwischen 8 und 25 Kilogramm Gewicht. Jeden Tag war jemand dafür verantwortlich, frisches Essen für den Koch abzuwiegen, die Informationen über Nährstoffe in den Computer einzugeben, um sicherzustellen, dass die Besatzung ihre empfohlenen Kalorien-, Protein- und Fettziele erreichte. Zunächst wurden Mahlzeiten in Buffetform serviert. Aber als die Besatzung hungriger wurde, begannen die Köche, ihre Nahrung akribisch in gleiche Portionen aufzuteilen. Ihre Ernährung, hauptsächlich Süßkartoffeln, Karotten, Obst und gelegentliches Fleisch an Sonntagen, sollte sie während dieser anstrengenden 80-Stunden-Arbeitswochen körperlicher Schwerstarbeit am Laufen halten. Die Biosphärer verließen jede Mahlzeit immer noch hungrig und sie hatten wiederkehrende Träume von McDonald's-Hamburgern, Sushi, Snickers-Riegeln und Käsekuchen. Die Luft ging aus. Der gesamte Ort war vollständig abgeriegelt, mit Stahl und Glas oben und einem festen Stahlboden darunter. Die Manager achteten darauf, alles, was hereinkam, zu überprüfen, um zu vermeiden, dass synthetische Materialien schädliche Gase abgeben. Die Wohnbereiche waren mit Wolle und Holz ausgestattet und sie konnten keine chemischen Deodorants verwenden oder Geburtstagskerzen ausblasen. Die Biosphärianer verließen sich darauf, dass die von ihnen angebauten Lebensmittel und ihr Mini-Regenwald genug Sauerstoff für ihr Überleben produzieren würden. Sie verloren jedoch sehr schnell Sauerstoff und ertranken in ihren eigenen Kohlendioxidemissionen. Und das Schlimmste war, sie hatten keine Ahnung warum. Mit noch 9 Monaten des Experiments vor uns waren die Sauerstoffwerte von 21% auf etwa 15% gesunken, was sich anfühlt, als würde man auf dem Gipfel des Mount Fuji leben. Sie fühlten sich schrecklich, zogen sich praktisch durch die Biosphäre. Sie konnten nicht einmal einen Satz beenden, ohne anzuhalten, um Atem zu holen. Dann setzte Schlafapnoe ein, bei der einige von ihnen aufwachten und nach Luft rangen. Um den Kohlenstoffgehalt in Biosphere 2 zu senken, versuchten sie einige verzweifelte Maßnahmen. Wie etwa das verrückte Wachstum von Pflanzen, das möglichst geringe Bewässern des Bodens und sogar das Aufgeben des Pflügens. Nichts funktioniert. Alle waren sich einig, dass sie einen gefährlich niedrigen Punkt erreicht hatten und um Hilfe baten. Gekühlte LKWs erschienen, um reinen Sauerstoff in Biosphere 2 zu pumpen. Sobald das Gas zu strömen begann, brachen sie in Gelächter aus und begannen herumzulaufen. Das Ökosystem war völlig durcheinander. Kolibris und Honigbienen verschwanden nach ein paar Monaten, sodass die Pflanzen nicht mehr bestäubt wurden. Würmer und Spinnmilben griffen die Ernte an und Kakerlaken übernahmen das Kommando. 4 Arten von Kakerlaken wurden eingeführt, um organische Stoffe zu recyceln, aber die gewöhnliche Haushaltskakerlake war der ultimative Überlebende. Sie schlichen sich irgendwie ein und vermehrten sich, was eine ernsthafte Bedrohung für die Ernte darstellte. Nachts wurde die Küche von Kakerlaken überschwemmt, sobald das Licht ausging. Um die Plage zu bekämpfen, schmierte die Gruppe Kaffeetassen mit Schmiermittel ein und legte Stücke von Papaya hinein als Köder. Kakerlaken würden hineinklettern, aber sie konnten die rutschigen Seiten nicht erklimmen, um zu entkommen. Hunger haben, Sauerstoffmangel, mit Schädlingsbefall umgehen, das reicht aus, um jeden verrückt zu machen. Heftige Auseinandersetzungen führten dazu, dass Tassen geworfen und Menschen angespuckt wurden. Schließlich spaltete sich die gesamte Gruppe einfach in 2 Teile. Sie hörten auf zu reden und konnten aneinander in den Fluren vorbeigehen, ohne auch nur Blickkontakt zu haben. Die eine Hälfte wollte mehr Nahrung und Sauerstoff, um die Forschung mit einer gewissen Würde fortzusetzen, während die andere Hälfte an das Überleben ohne externe Hilfe glaubte, egal zu welchen Kosten. Die Wahrheit ist, dass die versiegelte Kammer schon lange vor all dem undicht geworden war. Nur 2 Wochen nachdem sie eingezogen waren, schnitt sich eine Biosphärin namens Jane Pointer beim Kochen von Rice die Spitze ihres Fingers ab.
Der Arzt der Mission versuchte, die Spitze wieder anzunähen, aber es funktionierte nicht und ihr Finger wurde innerhalb weniger Tage schwarz. Sie ging in ein Krankenhaus außerhalb zur Operation und schlich sich ein paar Stunden später wieder hinein, einen Seesack voller Lieferungen wie Computerteilen und Farbfilm tragend. Reporter erfuhren erst Monate später von dieser heimlichen Lieferung und aufgrund dessen wurde die Glaubwürdigkeit des gesamten Experiments von vielen Menschen in Frage gestellt. Die Medien behandelten das Experiment wie eine Reality-Show. Sie bezeichneten es als trendige ökologische Unterhaltung. Schlagzeilen auf der ganzen Welt ließen vermuten, dass sie kurz davor standen, ihr Leben zu verlieren, sodass sich Familien Sorgen machten und die Biosphäre anriefen, um zu prüfen, ob es ihnen wirklich gut ging. Die Gruppe fühlte sich wie in einem menschlichen Zoo, mit Touristen, die von weit her kamen, um in den Glaskäfig zu spähen. In den ersten 6 Monaten allein besuchten mehr als 150.000 Menschen den Ort. Biosphäre 2 wurde schließlich zu einem Schlagwort der Popkultur, inspirierte eine Komödie namens Biodom und jahrzehntelange lustige Sketche. Sie fragen sich vielleicht, warum keiner von ihnen das Experiment abgebrochen und die Haustür verlassen hat. Nun, keiner der Umweltschützer wollte der Erste sein, der zugibt, dass es zu viel war, um es zu bewältigen. Außerdem waren sie alle noch hoffnungsvoll, dass sie irgendwie das Rätsel um den Bau von Erde Nummer 2 lösen könnten. Am Ende hatten sie es geschafft, 7 Tonnen fehlenden Sauerstoff zu finden. Dieser wurde vom Beton aufgenommen. Obwohl Atemnot permanent wie die größte Herausforderung wirken mag, die sie hatten, sagten die Biosphärenbewohner, dass das Erlernen des Umgangs mit Menschen in einer geschlossenen Umgebung noch schwieriger war. Es scheint, als wäre das Experiment ein riesiger Misserfolg gewesen, aber die Gruppe hat viele wertvolle Lektionen gelernt. Sie haben bewiesen, dass ein abgeschlossenes Ökosystem jahrelang funktionieren kann. Sie trugen zu Studien zur Riffrestauration BE und ihre Farm zeigte, dass eine hohe Produktivität und vollständige Nährstoffrecycling ohne giftige Chemikalien erreicht werden könnten. Falls Sie sich fragen, war dies nicht das Ende des Glaskomplexes. Die zweite Mission im Biosphäre 2 fand im März 1994 statt. Jetzt können Sie zum Anfang des Videos zurückkehren, um zu verstehen, wie das geklappt hat.